interessante Beiträge gebracht haben. Genau mit der Fragestellung, was treibt denn in Zukunft Landtechnik an? Ich glaube, in einem anderen Bereich, im Bereich von Kfz oder Lkw, ist die Thematik schon länger auf dem Tisch. Ist das die Antriebsquelle der Zukunft, also Elektrizität, oder doch eher das, was da drin steckt, der Diesel? In der Landtechnik und gerade bei Fahrzeugen, die sich auf der Fläche bewegen, große Energiemengen zur Verfügung stellen müssen, ist die Fragestellung natürlich noch interessanter. In unserer Live-Runde treffen sich Werner Kübler von MAN, einem großen Motorenhersteller, und Michael Horsch aus unserem Hause. Seid gespannt auf eine interessante Diskussion und es ist natürlich wie immer die Möglichkeit, per Chat Fragen zu stellen. So, probieren wir es nochmal. Grüß Gott beieinander. Es freut mich, dass hoffentlich so viele wie die letzten Tage wieder zugeschaltet sind. Also wir waren sehr erfreut für die, wie viele letztendlich sich für unsere Beiträge der letzten zwei Tage interessiert haben. Und ich gehe davon aus, dass das heute ähnlich sein wird. Ich denke, wir haben ein weiteres interessantes Thema, nämlich wie geht es weiter mit dem Dieselmotor in der Landwirtschaft, weil wir kriegen ja mit, dass in unserer Gesellschaft bzw. im Automobil- und im Transportbereich mit den ganzen Abgasregeln, die da jetzt wieder als nächstes kommen, gegebenenfalls der Verbrennungsmotor generell in Frage gestellt wird. Und wenn der Verbrennungsmotor auch in der Landwirtschaft in Frage gestellt wird, was letzten Endes, wir sind ja nur ein Anhängsel von dem Ganzen, könnte das ganz böse Folgen für uns haben, was ich nicht glaube. Aber das wollen wir heute diskutieren. Dazu haben wir eine kompetente Person eingeladen, Werner Kübler von der MAN in Nürnberg. Und Werner, du wirst jetzt erst einmal selber ein bisschen was zu dir selber sagen, was du tust und was du machst und was dein Hintergrund ist. Ja, danke Michael, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier ein bisschen was über den Antrieb von Maschinen, insbesondere eben dann später auf die Landwirtschaft eingehen, über Antriebe generell sagen kann. Zu meiner Vita, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Söhne, stamme selbst aus der Landwirtschaft, habe mittlerweile wieder selbst die kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb, habe in der MAN als Maschinenschlosser begonnen 1977, über den zweiten Bildungsweg dann studiert und bin seit 1986 in der Motorenentwicklung bei MAN. Durfte dort verschiedenste Aufgaben machen, zunächst als Versuchsingenieur, als Sachbearbeiter für die Entwicklung von Lkw, aber auch damals schon für Offroad-Motoren. Habe meine erste Berührung mit Landtechnik aus dem Beruf heraus 1990 gehabt, wo ich zum Schlüter noch gefahren bin. Mhm. Und dann ab 92 ungefähr zum Fendt gefahren bin. Durfte dann die Entwicklungsbetriebsleitung übernehmen, habe in dem Zusammenhang ein neues Entwicklungsgebäude gebaut für die Motorenentwicklung, um einfach auch den Anforderungen hinsichtlich der sich verschärfenden Gesetzgebung gerecht zu werden. Habe aber nie den Draht zur eigentlichen Motorenentwicklung verloren und bin jetzt seit 2013 verantwortlich bei MAN für die Entwicklung unserer externen Motoren, also aller MAN-Motoren, die nicht in eigene Lkw und Busse gehen. Ja, und das ist ein relativ breiter Bereich. Und dazu habe ich jetzt ein paar Folien mitgebracht, die vielleicht für die Zuschauer auch sehr interessant sind. Ich habe jetzt hier kurz nochmal das Unternehmensprofil zeige kurz das Unternehmensprofil der MAN. Die MAN in Nürnberg, MAN Truck & Bus, ist das größte Unternehmen der neu gebildeten Trajan Group. Das ist praktisch die Nutzfahrzeugsparte des Volkswagen-Konzerns. Und man kennt uns aus dem Bereich Lkw, wo wir jetzt mittlerweile sogar im Bereich der 3,5 Tonnen beginnen und rauf bis 44 Tonnen geschlossenes Portfolio haben, aber auch Sonderfahrzeuge, die bis 250 Tonnen gehen. Dann kennt man natürlich die MAN Stadtbusse, man kennt die Überland- und Reisebusse, aber wir bauen auch Chassis für dritte Kunden. Und auch die Marke Neoplan gehört zur MAN. Das sind mehr oder weniger ein bisschen die,
die Luxusreisebusse. Den Van habe ich gerade schon erwähnt. Der Van ist im Prinzip Crafter von Volkswagen. Nochmal hier kundenspezialisiert für MAN-Kundenanwendungen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch umfangreiche Dienstleistungen. Das geht von der Finanzierung los bis hin zu Flottenmanagement etc. pp. Und wir entwickeln, vertreiben und bauen in Nürnberg auch Motoren für dritte Anwendungen. Das ist eben der Bereich, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Sowohl für Onroad- wie auch für Offroad-Anwendungen. Aber der Teil in Nürnberg ist aber nur der Teil Dieselmotoren, oder? In Nürnberg ist der Teil Dieselmotoren, aber auch Gasmotoren. Da ja, aber keine dazu. Busse und sowas werden gebaut, nichts. Nee, in Nürnberg ist das ist der Standort für die Antriebstechnik für Motoren. Alles klar. So. Und wir haben uns firmiert unter MAN Engines und sind dort in den vier Segmenten unterwegs, also Motoren für Onroad, also für dritte Buskunden, für Sonderfahrzeuge. Wir verkaufen aber auch Achsen, Getriebe etc. Der größere Umsatz wird aber in den rechten drei, in den drei folgenden Segmenten gemacht. Das ist das Offroad-Geschäft mit Schwerpunkt Agrar, Industrien und Bahnantriebe. Wir machen Motoren zur Stromerzeugung für Diesel und Gas und für den Bereich Marine. Das ist die Freizeitschifffahrt, Berufsschifffahrt und das sind Bordaggregate zur Stromerzeugung. Und das sind im Leistungsbereich zwischen 50 und 2000 PS. Mit kleinem Vierzylinder mit 4,5 Liter Hubraum bis rauf zum großen Zwölfzylinder mit über 25 Liter Hubraum. Ich habe jetzt mal ein paar Anwendungen mitgebracht, das wie schon erwähnt, Busse, aber auch Sonderbusse im Flughafenbereich. Und als Komponenten sind es die Achsen, sowohl angetriebene wie auch nicht angetriebene. Im Bereich der Schifffahrt sind es eben vorwiegend hier die Yachtmotoren, aber auch Sportfischerboote, die wir mit Motoren bedienen und auch Arbeitsschiffe, egal ob das Windfarmversorgungsschiffe sind oder ob das, wie es da steht, Patrouillenboote sind. Im Bereich Industrie, Agrar, kennen viele unserer Zuschauer sicherlich die Neuentwicklungen aus dem Hause Eco mit dem neuen Mähdrescher, wo wir im Ideal 8, 9 und 10 Motoren liefern. Wir liefern schon so viele, viele Jahre an die Firma Willibald Motoren für Häcksler oder für Schredder und letztendlich auch für die Bahn. Wir haben in Frankreich, ich glaube, über 6000 Motoren nur in der Bahn laufen, vom Sechszylinder bis hoch zum Zwölfzylinder. Stromerzeugung habe ich gerade schon erwähnt, in Diesel und in Gas, sowohl in Erdgas wie auch in Biogas und in Diesel vor allem für Notstromanwendungen in Krankenhäusern oder wo halt der Notstromversorgung notwendig ist. Entschuldigung zumindest. So, und was man von uns natürlich weiß und kennt, ist, dass wir früher schon beim Fendt in den 800er, in den 900ern unterwegs waren. Und wir haben den Einstieg jetzt über den großen 1000er gefunden im Jahr 2015. Und vielleicht auch nochmal zur Verdeutlichung, dieses Fahrzeug hat keinen Rahmen, sondern die gesamte Strukturbelastung geht da über den Motor und über die tragende Struktur des Motors. Das sieht man, jetzt unter dem Motor ist eine massive tragende Ölwanne, massives Schwungradgehäuse, das mit der Getriebeglocke verbunden ist und nach vorne mit der Vorderachse. Warum macht man das Ganze? Um möglichst schlank zu bauen, um auch bei den großen Rädern noch einigermaßen eine Wendigkeit herzubringen. Mittlerweile liefern wir auch wieder in den 900er Reihen Motoren seit vorletztem Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, auch mit einem guten Feedback von den Kunden. Und wo man uns sicherlich auch kennt, das ist im Bereich der Biogasmotoren. Da sind wir ja schon viele Jahre, also das ist irgendwo, geht zurück aufs Jahr 2000, wo wir begonnen haben, Motoren für den Anwendungsbereich zu entwickeln, zu spezialisieren. Und dann sind wir richtig abging es ja mit dem EEG 2004. Und wir haben jetzt in Deutschland auch einen Marktanteil von über 50%. Ja, so viel zum Thema
meiner Vita, was treibe ich so, und für die Entwicklung all dieser Motoren bin ich verantwortlich. Prima. Man sieht ja, dass scheinbar durch auch deine persönlichen Einsatz unter dem Dach der MAN Engines einige Hersteller jetzt von namhaften Wettbewerbsprodukten weggegangen sind und zu MAN gegangen sind. Muss ja einen Grund haben. Scheinbar habt ihr auch an euren Dieselmotoren was gemacht, das selbst einen Fendt, der ganz viel Wert drauf legt, dass er hoch energieeffizient ist und dass er immer bei den Besten dabei ist im Spritverbrauch, was nicht nur mit dem Motor, sondern auch mit der ganzen Getriebetechnik und mit der Steuerungstechnik auch zu tun hat. Aber es muss ja was dran sein. Was ist es, wo ihr glaubt, dass ihr momentan gegenüber euren Wettbewerbern die Nase vorn hat, mit ein bisschen reizen? Naja, ich sage mal so, was trägt letztendlich zur Kundenentscheidung bei? Das ist zunächst einmal der Fahrzeughersteller selbst, also zum Beispiel der Fendt oder der Glas oder der Eco, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist es ja der Endkunde. Ja. Und der Endkunde, worauf legt der Wert? Das ist, wie du schon gesagt hast, Kraftstoffverbrauch ist ein wesentlicher Kostenfaktor, gerade im Bereich der großen Maschinen. Wenn so ein Schlepper 50 Liter und mehr die Stunde durchlässt oder ein Häcksler deutlich mehr, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das nächste Thema ist natürlich auch in Summe die Zuverlässigkeit, weil der Kunde will ja in der Regel fahren und nicht stehen. Und das ist tatsächlich, ich sage es immer, Kundenorientierung ist das A und O, weil am Ende des Tages muss der Kunde zufrieden sein. Und da geben wir uns alle miteinander schon Mühe, dass wir diesen Anforderungen eben weitgehend gerecht werden. Und wo glaubt ihr, dass ihr also in der Kraftstoffeffizienz bei Dieselmotoren für Traktoren im Moment so gut seid? Was habt ihr da anders gemacht? Habt ihr eine Pumpedüse oder was auch immer? Oder? Vielleicht zu dem Thema grundsätzlich, jeder kennt ja diese DRG-Tests oder die Profi-Tests etc. Und wir sind da gerade mit unseren Maschinen oder mit unseren Motoren auf Platz 1 bis 4. Der kraftstoffverbrauchseffizienteste ist tatsächlich der 1050 von Fendt. Dann die anderen. Das ist ein 12,9 Liter Motor? Das ist ein 12,4 Liter Motor. 12,4, ja, hört man ja. Ja. Und bezüglich der Technik würde jetzt gern noch ein bisschen ausholen, wenn es dir recht ist. Einfach mal. Von der Historie kommend. Was hat uns in den letzten Jahren so bewegt? Wo waren die Herausforderungen für uns und wo geht es da hin? Und da möchte ich jetzt schon noch ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Und möchte jetzt auf beginnend mit diesem Chart, das mal bitte kurz einblenden, sagen, wo kommen wir denn her? Also die letzten Jahre in der Motorenentwicklung waren weitgehend geprägt durch die Emissionsreduzierung. Ja. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich war 1990 das erste Mal beim Schlüter. 1990 ist da auch eingeblendet. Damals gab es im Prinzip keine Emissionsvorschriften. Da gab es einen Rauchgrenzwert, ja, aber den einzuhalten, das war gar kein Problem. Wir haben damals mit dem Herrn Leutner von Schlüter, vielleicht für dich auch ein Begriff, da haben wir damals gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir besser sein wie der Markt und haben die erste Stufe dort versucht einzuhalten und letztendlich auch eingehalten, wo man dann von einem durchschnittlichen Stickoxidemissionsniveau, wie es jetzt da dargestellt ist, unreguliert, waren wir in der Regel so um die 15 gelegen, weil wir einfach kraftstoffeffizient unterwegs waren und sind dann runtergekommen über die Stufe 1. Auf die 9,2 Gramm und dann sind wir runter auf die 7 Gramm und so weiter. Wenn du sagst, ihr seid auf Tier 1 jetzt ab 95, habt ihr das jetzt freiwillig eingeführt oder war das schon, weil ihr gesehen habt, da kommen Gesetze daher, die uns das fordern? Ab dem Tier 1, das ist eigentlich eine Bezeichnung aus USA kommend, war das eine gesetzliche Vorgabe. Also da mussten wir in den 90er Jahren, auch in Europa oder vor allem in Europa, in den 90er Jahren war es quasi unlimitiert und dann hat die Gesetzgebung gegriffen. Und ist in diesen Stufen, auch in diesen zeitlichen Abständen, sind die Grenzwerte runtergegangen.
Also und wir sind das hat jetzt noch nichts mit Partikel zu tun. Das hat an der Stelle nichts mit Partikel zu tun, das sind nur die Stickoxide. Das NOx, ja. Nur NOx. Mhm. Also und wie habt ihr den ersten Sprung geschafft? Das ist nur Einspritztechnik. Das ist im Wesentlichen Einspritztechnik, das ist aber letztendlich auch Brennraumform. Wie gestaltest du deinen Brennraum? Also praktisch die Kultur. Das heißt nur im Motor drin, das ist nicht extra. Alles innermotorisch. Alles innermotorisch. Mhm. Und weil du gerade Partikel gesagt hast, das wäre auf der nächsten Folie. Also, warte, gehen wir nochmal zurück. Ja. Bleiben wir nochmal kurz bei der Folie. Ich denke, da ist noch ein bisschen Information, die noch ein bisschen besser verstehen wollen. Dann von Tier 1 auf Tier 2 ist immer noch Motorentechnik gewesen, ja, oder ist das schon extern gewesen? Ja, nee, alles noch Motorentechnik. Von 2 auf 4, also ab 2005, auf 3, von 2005 bis 2010. Also auch 3 haben wir noch innermotorisch gemacht. Ist auch noch innermotorisch? Auch noch innermotorisch gemacht. Das heißt, da ist im Prinzip nur der Motor. Ja. Und dann kommt der Auspuff und sonst nichts. Dazwischen ist gar nichts. Ja, ja. Und erst von 3 auf 4. Vier. Auf 4 und auf 5. Da muss man dann Abgasnachbehandlung machen. Bei 3, da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen USA und zwischen Europa. Bei 3 gab es schon die ersten SCR-Cuts. Ja. Das ist dann herstellerabhängig gewesen. Der eine hat es mit SCR gemacht, der andere hat es ohne gemacht. War unterschiedlich, hing auch dann von der Motorgröße ab. Die kleineren Motoren sind damals noch ohne Abgasnachbehandlung gemacht, die größeren ja, schon mit. Warum? Weil der NOx reduzieren heißt ja Verbrennungstemperaturen absenken, das heißt, du verlierst dann Effizienz. Mhm. Und deswegen war es bei den großen Motoren dann schon, ich sag mal, wirtschaftlich für den Endkunden tatsächlich mit AdBlue unterwegs zu sein. Aber da hat es unterschiedliche Konzepte dann schon stellenweise gegeben. Das heißt, zwischen 3 und 4 ist dann erst der große Schritt gekommen. Richtig, da. Mhm. Und jetzt kommt Tier 4, das haben wir schon, oder? Also da haben wir jetzt, ich habe das Tier 4, das kleine grüne Eck, Tier 4, das ist die Gesetzgebung in USA. Mhm. Weil es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Amerika und dem EU-Raum. Jetzt geht es natürlich schon ein bisschen tiefer rein. In Amerika wird nach wie vor, da brauchen wir dann die andere Folie, wird die Partikel Masse noch bestimmt, wie viel Gramm pro Kilowattstunde Partikel emittierst du? Also bei Tier 4 geht es nicht nur um NOx, da geht es auch um Partikel jetzt da schon. Da geht es auch um Partikel, ja. Ja. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Europa und USA, dass in Europa nur die Masse bestimmt wurde. Und gut, dann müssen wir in die nächste Folie gehen. Ja. Aber dass wir jetzt dann fertig machen bei der Folie, das heißt ab Tier 3 erst auf Tier 4 ist dann das Partikelthema noch dazugekommen. Das Partikelthema war vorher auch schon, aber sag mal jetzt in Opazität gemessen, bei Weiben nicht so verschärft, wie es mir jetzt zum Schluss alles kommt. Klar, okay, ja. Ja. Gut. So, jetzt ist die Folie mit den Partikelemissionen gezeigt. Da steht es ja auch ganz groß, nicht reguliert, und dann ist es nacheinander reguliert worden, zunächst in Gramm pro Kilowattstunde und dann weiter hinten. Und das Tier, die Partikel fehlt jetzt nochmal, dass ich es wieder besser verstehe, von Tier 1 auf Tier 2, dieser Sprung, diese 63%, ja, das war noch innermotorisch. War alles innermotorisch. Innermotorisch. Und ja, dann von Tier 2 auf Tier 3 und beziehungsweise auch innermotorisch. Und dann von Tier 3 auf Tier 4, ja, wo der große Sprung ist, da ist dann unterschieden worden in Europa, das was ich gerade schon mal in Europa werden die Partikel oder die Partikelmasse, die der Motor emittiert, nicht nur gewogen in Gramm pro Kilowattstunde, sondern die werden die Partikel sogar gezählt. Ja. Diesen gravimetrischen Wert, den erreicht man ohne Filter, deswegen gibt es da eine Auftrennung zwischen USA und Europa. Also in USA zum Beispiel haben wir in dem großen Fendt keinen Partikelfilter, weil wir die Werte so erreicht haben. In Europa jetzt mit der Partikelzählung musst du einen Filter einsetzen, sonst erreicht man die Werte nicht. Mhm. Also, und ich sag mal, das Emissionsniveau, das wir jetzt haben, ist grob vergleichbar mit Euro 6 beim LKW. Von den Werten her. Mhm. Im Zyklus gibt es da schon nochmal Unterschiede, weil es ja unterschiedliche Gewichtung gibt, ob du so mit dem LKW unterwegs bist und so. Aber auch von den rein statischen Werten ist man ungefähr auf Euro 6 Niveau. Also das heißt, die Motoren sind schon eigentlich
sehr, sehr sauber. Im Prinzip. Sehr, sehr sauber. In Peking sagt man, wenn es mit einem Diesel, mit einem deutschen LKW durch Peking fährst, kommt aus dem Auspuff rennere Luft raus, als vorher rausgekommen ist. Also ich sage mal so, das ist nicht bloß in Peking, gerade mit der Partikelmessung, wenn du in Städten unterwegs bist, und das ist ja verschiedentlich auch gemacht worden, dass man die Luft, die der Motor ansaugt und die emittiert, Bezug auf Partikel, tatsächlich da nochmal eine Verbesserung kriegst. Ja, ist schon klar. Wahnsinn. Aber jetzt die Frage ist, was kommt jetzt nach Tier 4? Also, jetzt muss ich wieder unterscheiden zwischen Europa und USA. Also, was kommt nach Tier 4? In Europa ist derzeit hinsichtlich dieser Werte in Gramm pro Kilowattstunde, sowohl beim Partikel wie auch beim NOx, momentan keine weitere Verschärfung. Das heißt, da haben wir erstmal Ruhe. Nee, wir haben keine Ruhe, weil wir haben mit der letzten Stufe der Gesetzgebung haben wir eine zusätzliche Anforderung, dass wir die Emissionen im Feld im praktischen Betrieb messen müssen. Eine sogenannte Monitoring-Phase. Das heißt, dass wir müssen nachweisen, dass der Schlepper, der Mähdrescher, der Häcksler, was auch immer, nicht nur am Prüfstand bei der Abnahme seine Werte einhält, sondern die muss er auch im Feld, im praktischen Einsatz einhalten. Ja, wo liegt das Problem? Das muss doch passen, oder? Wo liegt da das Problem? Im Prinzip, sage ich mal, muss das natürlich passen, aber du hast im Feld natürlich schon nochmal dynamisch ganz andere Zustände, wie das am Prüfstand bei der Abnahme vorgefahren wird. Und da gibt es eine sogenannte Monitoring-Phase, die begleiten wir natürlich momentan. Du musst dann jedes Jahr beim technischen Dienst musst du Emissionsmessungen aus dem praktischen Einsatz dort abgeben. Da gibt es noch keinen Grenzwert, aber die muss man aufzeigen. Das ist wie beim LKW und beim PKW, ja, dieses Thema Real Drive Emissions beim PKW, die muss man ganz einfach ab. Und da siehst du praktisch, dass da gegebenenfalls nochmal eine Verschärfung kommen könnte, weil das einfach nicht so einfach ist. Da gibt es diesen sogenannten CF-Faktor, das ist der Conformity-Faktor. Ja. Das heißt, wie nah bist du da an dem Grenzwert dran? Da bist du manchmal drunter, weil es halt der, jetzt sage ich mal, wenn du pflügen tust, reinen Volllasteinsatz hast, wo die Abgasnachbehandlung alles Temperatur hat, da bist du in der Regel deutlich drunter. Wenn du ganz schwachlastig unterwegs bist, wenn zum Beispiel Dünger streuen tust, du ganz schwachlastig unterwegs bist, dann kannst du natürlich auch sein, dass du noch so mal mit 1,13 was weiß ich. Aber der Durchschnitt wird doch gezählt, oder? Der Durchschnitt der ganzen Arbeiten wird doch gezählt, oder? Da kriegt man eine Vorgabe, die heißt, du musst einen Energieumsatz von 250 Kilowattstunden umsetzen. Mhm. Also das nochmal für unsere Zuschauer, dass wir es richtig verstehen. Diese ganze Abgasnachbehandlung, ob es das NOx ist, beim Partikelfilter ist es wurscht, oder? Das ist wurscht, ob es hohe Temperaturen hast oder niedrige Temperaturen hast. Ist auch nicht ganz wurscht, also Betriebstemperaturen braucht man das immer. Heißt aber, am Ende ist es immer so, der Idealfall wäre, du würdest immer mehr oder weniger an Volllast gleichmäßig fahren. Naja, ich sage mal, vernünftigerweise sollte man irgendwo ab 250 bis 300 Grad aufwärts, da hat man das heißt, es ist neu Volllast. Probleme. Nee, bei der Volllast hast du dann 400 Grad oder sowas. Ach so. Also, sag mal, die Schwachlasten, und das ist ein bisschen das Problem, gibt aber natürlich da auch Technologien, um da Temperatur zu treiben. Man sagt Thermomanagement dazu. Ja. Was muss ich tun, wenn ich in der Schwachlast auf Abgastemperatur kommen will? Ja. Also dann muss ich dem entweder die Luft zuhalten, ich muss den drosseln, damit er für den verbrennten Kraftstoff weniger Luft kriegt, dann geht die Temperatur automatisch auf. Oder ich muss das andere Extrem machen, ich muss eine Klappe in den Auspuff reinbauen und dazu machen, dass es sich schwerer tut, das auszustoßen, dass die Temperatur aufgeht. Also das Schlüsselwort hinsichtlich Emissionseinhaltung über alle Lastpunkte heißt Thermomanagement. Du musst was dafür tun, also dass der Motor auf den Buckel kommt. Lange Rede, so kurzer Sinn. Es geht nach wie vor weiter in dem Thema, immer noch optimierter die Partikelgeschichte hinzubekommen und den NOx hinzubekommen. Und für uns als Landwirte am Ende bringt es gar nichts. Ich muss nochmal vielleicht trotzdem einen Blick über den Teich machen. Also USA handhabt das ja vom Grundsatz her nochmal anders wie Europa. Ein Ticken schärfer. Anders, kommt gleich drauf. Also in Europa ist es so, da musst du für die TÜV-Abnahme des Motors musst du am Prüfstand das Ganze vorfahren, in Begleitung eines, Vertreters von der Abnahmebehörde. Mhm. Der muss das tatsächlich vorfahren und alles offenlegen, was ja auch notwendig und richtig ist. Und dann gibt es
einen Faktor, wo du drunter sein musst unter dem Grenzwert, um quasi die Emissionsstabilität über Laufzeit nochmal zusätzlich abzusichern. In den USA ist das ja ein bisschen anders, da gibt es die sogenannte Selbstzertifizierung. Das heißt, da kommt zu uns keiner am Prüfstand, sondern wir müssen den Prüfstand erklären bis in alle Einzelheiten. Müssen nachweisen, dass es kannst. Ja. Genau, dass man es kann, und müssen auch die Emissionierungsstrategie erklären. Wir müssen bei der Genehmigungseinreichung, du musst dich praktisch komplett nackt ausziehen. Was passiert in deinem Motor? Was macht die Elektronik? Unter welchen Randbedingungen musst du komplett erklären? Deswegen hat der VW auch so eine am Dach gekriegt, weil der hat halt dann sich nicht nackt ausgezogen, wie er dann seine Steuerung macht, wenn gemessen wird. Über den VW will ich jetzt gar nicht reden. Also das ist der Punkt ist die Mutter eins. Von ihm. Der so, muss aufpassen, und was dann er sagt. Muss man in USA oder für Amerika, also gibt es ja nochmal, ja. Die Kalifornien ist ja nochmal schärfer wie Rest USA, musst du eine Emissionsstabilität über die Laufzeit nachweisen. Und dazu macht man einen sogenannten DF-Lauf, der Duration Factor Lauf, der war in der Regel oder war über 2800 Stunden. Und da musst du dann turnusmäßig Emissionen messen und dann wird eine Gerade dadurch gezogen und musst du zeigen, dass du in 8000 Stunden noch emissionsstabil bist. Alles klar. Okay. So. Und jetzt hat es da den einen oder anderen Ärger deswegen gegeben, weil sich die amerikanischen Behörden Motoren aus dem Feld geholt haben und diesen Lauf am Prüfstand nachvollzogen haben. Ja. Und nicht nur 2800 Stunden, sondern die sind auch länger gefahren. Und da hat es den einen oder anderen Fall gegeben, den einen oder anderen Compliance-Fall. Hat halt nicht gestimmt, ja. So, und jetzt gibt es ausgehend von Kalifornien, und da hat sich die EPA, die amerikanische Umweltbehörde, angeschlossen, die wollen jetzt eine neue oder eine andere Art des Nachweises der Emissionsstabilität über Useful Life, über diese 8000 Stunden. Also, und da gibt es verschiedene Angebote von denen. Du kannst jetzt entweder hergehen, kannst auch dort diese PEMS-Messung, also die Messung im Feld machen. Du kannst aber auch nach langer Laufzeit ein Abgasnachbehandlungssystem aus dem Schlepper, aus dem Mähdrescher, aus dem Häcksler ausbauen. Am Prüfstand fahren, das heißt, du musst dann die Kundenmaschinen ran, musst dem die Abgasanlage tauschen, eine neue kaufen, musst dann nachweisen, dass du emissionsstabil bist. Oder du kannst die NOx-Sensorik auslesen und over the air irgendwie die Emissionen. Also, was will ich damit sagen? Das ist nochmal ein extremer Aufwand, der da zu machen ist, weil das reicht nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache das an dem 1000er Fendt. Dann ist der 900er noch lange nicht abgedeckt. Ja, und dann ist aber auch der Mähdrescher-Motor nicht abgedeckt. Das heißt, ich muss das für jede Motorfamilie machen lassen. Was will ich damit sagen? Das sind alles Dinge, die man technisch machen kann, aber extrem aufwendig. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, am Ende des Tages muss das jemand bezahlen. Aber schau her. Und Entschuldigung, eins kommt noch dazu. Und die Amerikaner akzeptieren auch nicht, wenn ich jetzt einen Tausender Fendt, wenn ich sage, Mensch, der läuft doch in Europa genauso. Warum es ist jetzt eine Messung, die ich in Europa mache, warum ist die jetzt nicht akzeptiert, dass die Amerikaner dann argumentieren die mit unterschiedlichem Kraftstoff und Abnahmen. Aber jetzt, Werner, mal zurück zu unseren Zuschauern. Da kommt schon eine der ersten Fragen daher, das habe ich auch schon öfters selber am eigenen Leib erlebt, wo man gedacht hat, na, da hast du einen alten Traktor gegen einen neuen Traktor getauscht und angeblich die gleichen PS oder sogar noch ein bisschen mehr PS, aber gefühlt, sag mal, hier schreibt der Zuschauer, wie viel schlechter ist denn die Effizienz von den neuen Motoren mit der Abgasnachbehandlung? Gefühlt ist heute ein 240 PS Schlepper nur noch 200 PS wert. Weiß ich denn? Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Gefühl, warum? Weil für mich gelten im Prinzip Fakten. Das heißt, was hat der Motor wirklich an der Zapfwelle? Da tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, ja, das stimmt, weil es ist ja ein anderes Thema, dass wir gerade durch die Rauchlimitierung, aber auch durch die NOx-Limitierung, kannst du, wenn jetzt du Gas gibst, musst du dem langsamer den Regler folgen lassen. Das ist keine Emissionsspitzen gibt. Weil das heißt, der kommt nicht ganz so schnell wie der früher. Der kommt nicht ganz so schnell, sondern da ist eine Regelung dahinter. Da ist eine Regelung dahinter. Die da erst einmal das Gefühl gibt, ich bremse dich, also um schneller also wenn ich früher aufs Gaspedal drauf gestiegen bin, dann habe ich ein Gestänge gehabt, das ist 1:1 in die Einspritzpumpe und dann ist das so. Ja. Heute sind ja das sind digitale Regler. Ja. Und wenn du jetzt hier den Alpha-Wert über das Pedal
100% gibst, ja. Und dann folgt die Einspritzmenge oder die, sag mal, nicht ganz steil, weil dann kriegst du eine Emissionsspitze und da muss man ein bisschen Obacht jetzt, geben. Ja, jetzt, ich glaube, du hast jetzt eigentlich die Antwort genau gegeben. Das heißt also, man muss einfach kapieren oder verstehen, dass damit man diese Abgaswerte in jeder Situation weitestgehend einhalten kann, muss man regelnd eingreifen. Muss und regelnd kann eingreifen. Dem Fahrer nicht das Gefühl geben, so wie früher, ich drücke drauf und sofort ist er da. Da ist halt ein gewisser Regelungsverzug da. Hat aber nichts damit zu tun, dass am Ende die Motorleistung, die man braucht oder die angegeben ist, also, nicht kommt. Leute, das ist doch ganz klar, ich muss jeden Motor abnehmen und da muss ich der Abnahmebehörde muss ich vorfahren, die Leistung, die ich verkaufe. Klar, ja. Also und die hat ja auch in der Regel, wenn ja. nicht irgendwelche Fehler sind, ja. wo er jetzt über eine Grenzwertverletzung oder sonst was die Einspritzmenge limitiert, dass er wirklich wenig hat, aber in der Regel limitiert man dann deutlich stärker, dass man gar nicht mehr auf die 200 PS kommt, wenn irgendein Fehler im System ist. Aber normalerweise hat der seine Leistung. Also das ist was angegeben hat er auch, aber das Gefühl kommt es halt nicht so wie vorher beim Schlepper, der nicht geregelt war. Ja, so. Und da kommen vielleicht dann noch andere Dinge dazu, dass wir natürlich den Motor nackt abnehmen. Was spürt aber der Kunde? Der Kunde spürt ja die Leistung entweder über die Traktion, übers Rad oder er spürt es an der Zapfwelle. Ja. Das hat aber nicht immer was mit Motorleistung zu tun, sondern zwischen der Motorleistung und dem, was der Kunde spürt, entweder an der Zapfwelle oder am Rad. Da ist ja noch was dazwischen. Also wir wissen auch, dass man heute, geregelt, ja. Wir wissen ja heute auch, dass wir deutlich höhere Kühlleistungen brauchen. Wenn ich heute ein Kühlerpaket sehe, da habe ich den Wasserkühler, dann habe ich einen Getriebekühler, dann habe ich einen Ladeluftkühler, dann habe ich einen Klimakondensator. Das hat es ja früher nicht gegeben. Früher war ein nackter Wasserkühler drin und der hat nur ein grobmachisches Netz gehabt und dann hat ein kleiner Lüfter hat das alles beherrscht. Aber heute habe ich da ganz andere Anforderungen. Ich will das nicht gut oder schlecht reden. Das ist einfach Fakt. Ja, und damit muss ich zum Beispiel mehr in die Kühlleistung stecken. Oder es gibt ja noch viele andere Dinge auch. Ja, ist schon klar. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Du hast da noch Folien hier. Ich hab noch mal Folien mitgebracht, wo ich ganz bisschen die Motorentechnik in der Vergangenheit erklären will und wie die in Zukunft aussieht. Also was verstehe ich da unter Motorentechnik? Ja. Also wenn ich da in die 90er Jahre zurückgehe, was haben wir da gehabt? Wir haben entweder eine Verteilereinspritzpumpe gehabt, eine mechanische, ja. Oder wir haben eine einfache Reiheneinspritzpumpe, egal ob es jetzt eine MW-Pumpe oder eine P-Pumpe oder was. Das heißt, da ist das Gaspedal direkt der Gestänge hingegangen. In der Abstelle haben wir manchmal schon elektrisch gehabt, aber auch manchmal nur mit Seilzug. Mhm. Die ersten Motoren waren ja Saugmotoren, dann hat es einen aufgeladenen gegeben ohne Ladeluftkühler, ja. Dann ist er aufgeladener mit Ladeluftkühler gekommen. Und dann in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren, dann ist die Elektronik gekommen. Mhm. Das heißt, man hat an der Blockeinspritzpumpe hat man hinten den Regler ersetzt durch einen Magneten, mhm. Ist dann die Elektronik Einzug gefunden, mhm. Und dann war Ladeluftkühlung irgendwo mal Stand der Technik, auch aus Verbrauchsgründen. Und dann ist im zweiten Schritt ist auch der Spritzversteller, also wo ich den Einspritzzeitpunkt nochmal verstellen kann, ist dann elektronisch gemacht worden. Vorher hat man irgendeinen Fliehkraftregler gehabt. Ja. Dann ist auch die Spritzverstellung elektronisch geworden. Und dann Anfang der 2000er Jahre, dann ist Common Rail gekommen. Ja. Das heißt, ich habe eine Hochdruckpumpe, die Druck erzeugt, den Kraftstoffdruck in das Rail, in diese Speicherleiste fördert, wo es dann geregelt wird, wo ich den Einspritzdruck regeln kann und dann habe ich keine Einspritzdüsen mehr, die nur aufgrund des Druckes aufgemacht haben, sondern da ist dann ein Magnetventil drin, dass ich zeitgesteuert und tatsächlich die Einspritzmenge steuern kann. Also es ist sehr viel mehr Technologie reingekommen, aber nicht aus Jux und Tollerei, sondern einfach deswegen, weil man es gebraucht hat, um den strengen Emissionsanforderungen gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um das Thema Kraftstoffeffizienz nochmal zu verbessern, weil je mehr Möglichkeiten, Einflussmöglichkeiten ich auf die Einspritzung habe, umso verbrauchseffizienter kann ich den Motor tatsächlich machen. Weil sag mal, es sind nicht nur die Emissionen in dem Maß runtergegangen, sondern es ist auch der spezifische Kraftstoffverbrauch runtergegangen. Ja. Und was jetzt das noch ist, dass wir natürlich auch die Leistungsdichte deutlich erhöhen konnten. Also das heißt, ich habe aus dem Motor deutlich mehr Leistung raus. Ja, heute ist ein 6,5 Liter Motor, den fährst du bis 250 PS auf. Unser 6,9 Liter, der D08, der lange beim Fendt war, haben wir zum Schluss 320 PS gehabt und 1250 Newtonmeter. Ja. Also die ganze Entwicklung ist weitergegangen. Warum? Weil die Werkstoffe besser wurden, die Dichtungen wurden besser. Wir sind dann vom Aluminiumkolben auf den Stahlkolben gegangen. Mhm. Und das sieht man da, was nacheinander passiert ist.
Und dann irgendwann sind wir bei dem Thema Abgasnachbehandlung, haben wir die Abgasnachbehandlung eingeführt. Zunächst war das also von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat nur NOx denoxiert, also hat ein SCL dran gehängt, und der andere hat länger bei der Abgasrückführung festgehalten. Und jetzt kommt das Thema Partikelfilter, und heute haben wir in der Regel die Notwendigkeit, ab einer bestimmten Leistung beides zu tun. Wir müssen einen Partikelfilter wegen der Partikelgrenzwerte haben. Dem ist ein Dieseloxidationskatalysator vorgeschaltet, um die ganzen Kohlenwasserstoffe noch zu verbrennen, in Anführungszeichen. Und dann haben wir einen SCR-Cut zur Denoxidierung. Das heißt, ich spritze da AdBlue in das System ein, bereite das heißt, den auf. Die ganze Abgasbehandlung, diese Töpfe, die man alle sieht, die nach dem Dieselmotor kommen, also vom Turbolader weggehend, bestehen immer aus drei Phasen. Aus drei Töpfen oder aus drei Einheiten. Also in der Regel, ich will jetzt nicht auf Ausnahmen eingehen, aber. Der Schalldämpfer geht automatisch mit. Es gibt keinen Schalldämpfer mehr als solches. Der Schalldämpfer ist integriert dann. Dieses System, die Substrate, die haben praktisch jetzt die Funktion des Schalldämpfers. Ja. Also wir haben aber es ist immer ein dreistufiges System letztendlich. Ja, also eigentlich sogar vierstufig. Also das heißt, wir haben als erstes den Diesel-Oxidationskatalysator, dann habe ich den Partikelfilter, dann habe ich die Harnstoff NOx, NOx, und dann habe ich in der Regel hinten einen Sperrcut dran, um das kein Ammoniak mehr. Wenn ich den Harnstoff nicht komplett umwandeln kann, dann wird er in der letzten Phase nochmal reduziert, dass ich keine Emissionen auf der Harnstoffseite habe. Alles klar. So. So. Und das System, das wird es weiterhin in absehbarer Zeit geben. Mittlerweile die nächste Evolutionsstufe ist ja irgendwo auch schon in den Köpfen oder absehbar. Wenn jetzt die Emissionen noch weiter runter müssen und das wird auf der Stickoxidseite an der einen oder anderen Stelle so kommen, dann reden wir sogar über eine zweistufige Denoxierung. Das heißt, weil ich kann dann in einer... Dann wird die Kiste noch größer. Ja. Dann haben wir gar keinen Platz mehr. Weil ich kann in einer Stufe die NOx-Umsätze ja gar nicht mehr schaffen. Ja. Wir haben heute schon Umsatzraten über 90%, deutlich über 90%. Und wenn ich wenn ich jetzt heute von 0,4 auf 0,2 Gramm NOx gehen muss oder noch weniger, dann kriege ich das einstufig schon nicht mehr gewuppt. Das heißt, dann muss ich zweistufig denoxieren. Also ich habe zwei Stellen, wo ich Harnstoff einspritze, ich habe zwei SCR-Cuts. Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man mal das von der anderen Seite sieht, was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren. Wir haben bis zu Common Rail, das sagen wir Anfang 2000, haben wir eigentlich immer wieder einen Vorteil gehabt als Landwirte, weil es immer besser geworden ist. Der Dieselverbrauch ist besser geworden und so weiter und so fort. Und ab 2000 haben wir nichts anderes getan, aus Gründen der Umwelt und Partikel und was wie alles, um am Ende der Umwelt gerecht zu werden. Das heißt, wir haben also diese ganzen drei, vier verschiedene Systeme nach dem Dieselmotor angebaut. Für mich als Maschinenbauer ein Horror, weil du immer mehr Platz brauchst für diese blöden Töpfchen. Du findest es nicht mehr. Schaut mal das an, was bei Schleppern zum Teil für Ofenrohre da und für Kessel da seitlich rechts an der Kabine angebracht sind, nur um das alles zu machen zu können. Und dann, wenn du das einkaufen tust, mir als Hersteller, der nackte Dieselmotor und das danach, die ganze Abgasbehandlung, das ist nicht ganz Faktor 2, aber manchmal fast nahe als Faktor 2. Das heißt, es hat sich der Dieselmotor ab 2000 nochmal fast, nicht verdoppelt, aber um 60-70% ist im Preis aufgegangen, nur damit wir alle diese Umweltthemen erfüllen können. Uns als Landwirte, wenn es um die Arbeit geht, hat es null gebracht. Das muss man auch von der Seite sehen. Gut, wir sind natürlich, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, wo Klima im Stellenwert der Gesellschaft steht, ist es natürlich eine Sache, wo auch wir unseren Beitrag dazu leisten müssen. Aber man muss das mal auch mal wieder nochmal sagen, was das auch Ingenieurskapazität und Innovationskapazität bei den Traktorenherstellern vor allen Dingen gekostet hat, die letzten 10 Jahre, um nur das zu bewerkstelligen. Weil es ist ja nicht nur, dass ihr die Vorarbeit geleistet habt, sondern am Ende mussten die ja weitermachen, die mussten das Ganze integrieren in ihre Maschinen, die mussten das anbauen. Es ist so ein Schmarrn zum Teil gewesen, was wir da gesellschaftlich, Gesellschaftskapital, kann man fast sagen, kaputt gemacht haben, nur um den kleinst bisschen Beitrag, den wir Landwirte, ich muss einmal das von der anderen Seite betrachten. Ich meine, wenn du einen LKW auf der Straße fährst, der so und so viele Millionen Kilometer in ein paar Jahren zurücklegt und so und so viele Hunderttausende von LKWs draußen sind, da ist natürlich jede Reduktion von Partikeln und von NOx
hat da einen großen Einfluss, was da ausgestoßen wird. Aber wenn wir mal nur anschauen, was wir in der Landwirtschaft am Ende an Diesel und wenn man es nur in Form von CO2 rechnet, verblasen, dann ist es eigentlich lächerlich. Weil wir brauchen im Durchschnitt unsere, nehmen wir mal bloß Deutschland her, wir haben 12 Millionen Hektar Ackerfläche. Auf diesen 12 Millionen Hektar brauchen wir im Durchschnitt 100 Liter Diesel für alles. Dann sind es, was sind das? 12 Millionen Liter, habe ich richtig gehört. 12 Millionen Liter Diesel, und wenn ich 12 Millionen Liter Diesel verbrenne, dann entsteht da mal 3, dann sind es 36 Millionen Kilogramm CO2, und das wären dann 36.000 Tonnen. Habe ich richtig gerechnet? Ja, 36.000 Tonnen CO2. Habe ich richtig gerechnet? Doch, mal 1.000, oder? Stimmt schon. Jetzt bin ich schon. 12 Millionen. Nein, ich wollte es in Bezug setzen. Wie viele Millionen Hektar haben wir? 12 Millionen Hektar. Mal 100 Liter. Sind? Sind nicht 12. Nein, ich rechne andersrum. Ich rechne andersrum. 300 Kilogramm. Jetzt habe ich es einfach. Jetzt kommen wir schnell dahin. Ich merke mir in der Mathematik, mit den Nullen tun wir es nicht mehr so einfach. Mit 100 Liter Diesel, wenn ich es verbrenne, entstehen genau 300 Kilogramm CO2. 0,3 Tonnen. Das ist wenig, aber passt. Das heißt, 0,3 Tonnen mal 12 Millionen Hektar. Das sind dann ein Drittel von 12 Millionen sind 3,6 Millionen. 3,6 Millionen Tonnen. Haben wir richtig, jetzt haben wir es. Ja. 3,6 Millionen Tonnen CO2, das die Landwirtschaft nur durch den Ausstoß von Diesel jedes Jahr an CO2 emittiert. Wir reden jetzt nicht von Feinstaub und so weiter und so fort. Und NOx. So, in Bezug dazu gesetzt, die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Wirtschaft, inklusive Verkehr und so weiter und so fort, emittiert jedes Jahr in Deutschland 800 Millionen Tonnen. Also nur im Vergleich. So, von den 800 Millionen Tonnen sind diese 3,6 Millionen Tonnen erst einmal, ich würde mal sagen, Peanuts im Vergleich zum Lkw-Verkehr, im Vergleich zu Autoverkehr und was weiß ich alles. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was ihr schon für eine Vorleistung gemacht habt und was in der Landmaschinenindustrie dann in das Ganze integrieren von dieser ganzen Abgastechnik und so weiter fort, was wir da für einen Aufwand geleistet haben und notwendige Innovationskraft von Ingenieuren nur da hineingesetzt haben, anstatt die woanders nicht zu setzen, um vielleicht viel mehr zu bewirken. Auf der anderen Seite, was die Anwendung der Technik angeht und die Anwendung im Acker draußen angeht, um da gegebenenfalls umgekehrt zu arbeiten, nämlich noch mehr CO2 im Boden zu speichern, was viel, viel größerer Effekt haben könnte als das bisschen, in Anführungszeichen, das ist jetzt, ich tue es bewusst ins Lächerliche ziehen, was wir letzten Endes durch das, dass wir Dieselmotoren in der Landwirtschaft betreiben, emittieren. Es ist, ich wollte es bloß mal in Bezug zu setzen, was da abläuft. Das ist, wie gesagt, in anderen Industrien anders, da verstehe ich das auch, da verstehe ich auch den Gesetzgeber, dass der auch im Sinne der Gesellschaft da ganz stark durchgreift und noch weiter durchgreift und das noch weiter verschärft. Ich meine, es gibt ja sogar Bestrebungen, was heißt Bestrebungen? Wenn du manche Dinge zu Ende denkst, die auf EU-Ebene zum Beispiel diskutiert werden, wo das Ganze hingehen soll, wie diese absolute emissionsfreie Motorentechnik, ja, dann haben wir irgendwann mal keinen Verbrennungsmotor mehr. Das könnte man sich durchaus vorstellen, was so manche sich da in ihren Köpfen ausdenken. Naja, also da muss ich schon gleich mal eingreifen. Nicht der Motor macht die Emissionen, sondern der Kraftstoff. Aha. Das ist ja eigentlich das Thema, wo wir dann nochmal drüber reden müssen. Was ist denn unser Ziel? Und wenn es tatsächlich um Emission oder um CO2 geht, dann macht nicht der Motor, sondern der Kraftstoff die Emissionen. Und dann gäbe es natürlich schon Möglichkeiten der Alternative. Wenn es um CO2-Zuwachs geht. Wenn es grundsätzlich um CO2 geht, ja. Kommt der aus einem fossilen Kraftstoff? Ganz genau, aus Erdöl? Ist es so? Oder wo kommt denn der Kraftstoff her? Oder wie wird denn der erzeugt? Mhm. Weil natürlich gibt es da auch, sagen wir mal jetzt, Technologien, die kennen wir alle beide. Biodiesel hat ja einen ganz anderen CO2-Footprint wie ein fossiler Diesel.
Das ist klar, das ist wie Verbrennen von Holz. Das heißt, wenn ich es auf der einen Seite. Wenn ich einen geschlossenen Kreislauf habe. Dann ist es erstmal aus Sicht der CO2, es ist CO2-neutral. Genau. Ja. Und die nächste Möglichkeit ist ja tatsächlich auch einen Kraftstoff, einen synthetisch zu erzeugen. Gut, ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Gut, okay, weil das ist, denke ich, das ist, da wollen wir ja hin jetzt mit unserer ganzen Diskussion heute. Ja. Da merken wir schon, wir haben ja schon ein bisschen vorgesprochen, wo das Ganze hingehen könnte. Also da haben wir ganz interessante Überlegungen, die irgendwo fast greifbar sind, wie das Ganze weitergehen könnte mit dem ganzen Diesel-Thema und mit dem ganzen Dieselmotoren-Thema. Aber du hast jetzt gesagt, du hast jetzt noch was du uns ja, also zeigen willst. Ich habe da machen noch, wir das schnell noch fertig, bevor Folien, wir dann zu dem eigentlichen Thema kommen. Ja, die letztendlich auch nochmal die Entwicklung der letzten Jahre widerspiegeln. Also was haben wir hier zum Beispiel dargestellt, ist, wie sich die Leistungen entwickelt haben. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal nach Marktoberdorf gefahren bin für den 800er Motor, da haben wir von 210 PS gesprochen, da sind wir relativ schnell auf die 250 PS dann gegangen, dann haben wir den 926er mit 260 gemacht und dann letztendlich diese Baureihe bis auf 320 hochgedreht. Mhm. Der ist dann ausgelaufen in 2006 und wie gesagt, heute sind wir bei 517 in der Spitze des spiegelt jetzt auch diese Kurve einigermaßen wieder. Das sind natürlich mittlere Werte. Oder wenn ich schaue, dir an, 11, die oberste Zahl sind 11,7 Kilowatt pro Jahr. Wo die mittlere Leistung angestiegen ist, der Gradient darauf. Das heißt, also wo die mittlere Leistung der gebauten Maschinen gestiegen ist über die Laufzeit. So. Und das sieht man also unten, das Gelbe sind die Traktoren, dann sind es die Mähdrescher, die gestiegen sind, dann die Schüttlermaschinen, die Rotormaschinen und der Feldhäcksler. Also was jetzt da passiert das ist. Das heißt, der maximale Leistungsbedarf von den großen Maschinen, die immer weiterentwickelt worden sind, sind die mittleren Leistungen in den letzten Jahren um 1,8 kW hochgegangen. Das ist jetzt bis 2010 und ungefähr. Feldhäcksler, da wissen wir es ja, da ist noch extremer. Ja genau, und die Mähdrescher ja mittlerweile auch, wissen wir ja. Die Spitzenmotorisierung im Mähdrescher sind heute 790 PS, 800 PS. So. Und das ist natürlich auch in den letzten Jahren passiert. Das ist das, was ich ja gerade gesagt habe, dass die Leistungsdichte in den Motoren selber angestiegen ist. Und das ist auch Entwicklungsarbeit und für den Kunden natürlich schon auch wertvolle Entwicklungsarbeit, weil er natürlich aus einem kleinen Motor tatsächlich mehr Leistung rausgebracht hat. Und im Prinzip sind wir hinsichtlich Kraftstoffverbrauch ja auch deutlich besser geworden in der Zeit. Aber Werner, da möchte ich kurz mal einen Einwurf machen. Also aus unserer Sicht von Horsch, die wir ja auch auf der anderen Seite durch die Geräte dazu beitragen, dass mehr PS gebraucht wird. Wir sehen aus ackerbaulicher Sicht, sehen wir, dass wir jetzt langsam eine Grenze erreicht haben von dem, was wir auch in der nahen Zukunft durch Geräte, die wir weiterentwickeln, an mehr Leistung abfragen werden. Wir glauben nicht mehr an einen großen Sprung, ich sage es mal, in der 500-600 PS-Klasse auf die 800 PS-Klasse in den Traktoren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir einfach merken, wir merken sogar den Sprung von 500 auf 600 PS. Die Arbeits- oder von 400 auf 600 PS, das ist immer so der Klassiker. Wo du, sagen wir, so eine Gruppe mit 6 Meter auf 20, 30 Zentimeter Tiefe mit 400 PS noch beim normalen Boden einigermaßen ziehen kannst, Hausnummer. Ja. Und dann gehst du auf 600 PS und dann tust du den Grupper von 6 Meter auf 8 Meter erhöhen, was wir ja tun, was wir ja haben. Und dann glauben wir im Verhältnis von 400 auf 600 PS ja 50% mehr Leistung rauszuholen, Tagesleistung rauszuholen. Am Ende kommt bloß 20% oder 15% raus. Und das ist ganz verrückt. Wir haben durchaus eine Mehrleistung, die fast linear von, sagen wir, 200 PS auf 400 PS, wenn du es von Tagesleistung, von schwerer Zugarbeit, nicht ganz, aber fast linear Anstieg, aber von 400 auf 600 PS ist der lineare Anstieg, also der proportionale Anstieg
wenn ich 50% mehr Leistung habe, habe ich 50%, 50% Motorleistung, habe 50% mehr effektive Leistung. Von 400 auf 600 PS ist das nicht mehr der Fall. Und wir merken sogar, wenn du von über 600 PS hinausgeht, bricht es noch weiter ab. Und zwar, da kommt ein anderer Effekt dazu, das ist die Maschinengewichte. Du hast das Problem, du brauchst die Traktion. Die Traktion muss ja die Leistung auf den Boden bringen. Ja, nicht nur das, sondern das Gesamtgewicht. Du bewegst Gesamtgewicht. Und du merkst das immer, wenn es das selber, ich sitze ab und zu selber drauf auf solchen Maschinen. Du brauchst bloß einmal mit einer 600 PS Raupen oder einem 600 PS Gigschlepper mit einem Gerät hinten dran, das bei 10 km/h oder 8 km/h, das du Volllast fährst, in einen leicht ansteigenden Buckel hineinzufahren. Und dann merkst du auch einmal, dass du dramatisch in der Geschwindigkeit runtergehst, weil das hat was mit der Physik zu tun, aber das ist nicht mehr linear, sondern das geht also fast progressiv hinein, dass je stärker das Gewicht ansteigt, das Gesamtgewicht der Maschine und des Traktors, den ich sowieso brauche, das ist dann irgendwo 20, 25 bis zu 30 Tonnen und dann hast du das Gerät hinten dran, das auch nochmal 10, 15 Tonnen wiegt und die Arbeitsbreiten sind gar nicht mehr so viel mehr breiter, wo du glaubst, sollten es eigentlich sein, dass du am Ende mit diesen blöden Mehrgewicht so viel Energie vernichten tust, dass eigentlich die Mehrleistung, die du erwartest, gar nicht kommen kann. So, und das merken wir immer mehr und das merken wir weltweit jetzt auch. Wir merken das und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein. Also das ist auch, denke ich, auch ein Tipp an euch, zu glauben, dass wir jetzt diese Kurven noch unendlich weitergehen. Beim Feldhäcksler und bei anderen Dingen mag das noch sein. Beim Mähdrescher merke ich auch, dass da auch Schallgrenzen jetzt langsam durchbrochen sind. Aber beim Traktor ist es klar, wir glauben nicht mehr daran, dass die Motorleistung weiter zu steigern und damit das Gesamtgewicht des Systems, das ist immer Physik, muss da steigern, ja, dass das am Ende die gewünschte Mehrleistung bringt, die wir dann sicher hofft, die kommt nicht mehr. Also da hast du sicherlich recht. Dann kommt das nächste dazu, zum Teil, und das ist, ich sehe es ja selber, bei unseren eigenen landwirtschaftlichen Aktivitäten, wenn du oft, mal jetzt im Frühjahr, jetzt haben wir praktisches Beispiel, hat geregnet wie verrückt und der Schnee haben wir auch noch gehabt. Letztens waren wir wieder draußen, aber dann geht es Düngerstreuen los, Wasser steht noch im Feld, beziehungsweise gut, da wo trainiert ist, ist Wasser weg und trotzdem, wenn es Schnee läuft, säufst du ab. So, und jetzt möchtest du irgendwann mal für Zucker im Felder oder für Sommergetreide oder was auch immer, oder für Mais, Saatbettbereitung machen. Ja, gut, wir haben so schön 12 Meter Cruiser und was weiß ich alles, da hängen wir keine 600 PS Rappen mehr dran. Da hängen wir einen 400 PS Schlepper mit gut bereiften, guten Reifen oder Schrauben oder was dran, weil das Gesamtgewicht zu hoch ist. Weil man lieber verzichtet ein bisschen auf Geschwindigkeit, weil wenn du das Ding siehst, mit 25 Tonnen da am Vorbeet rumdrehen tut, im Frühjahr, wo der Boden eine wunderbare Gare hat, aber unten ist feucht, du siehst dann hinten nach am Auflauf, bei Mais sieht man sehr schön im Vorbeet, weil der Mais kommt einfach nicht so sauber raus, beziehungsweise er kommt zwar schön raus, aber dann, wenn das Wachsen anfängt, dann schickst du an der Maislänge, oje, da waren halt doch Verdichtungen da, die mehr waren als gedacht waren. Und auch das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, es gibt gewisse Lasten, die der Boden zu bestimmten Zeiten im Jahr einfach nicht mehr aufnimmt. Wenn ich jetzt eine trockene, nach der Ernte, es ist purztrocken und der Boden ist hart und ich mache Doppelbearbeitung, da kannst du zum Teil noch 30 und 40 Tonnen draufknallen, die merkst du nicht. Aber irgendwann mal, wenn der Boden eine gute Gare hat und gut beieinander ist, vor allem Säarbeiten und Präparationsarbeiten und so weiter fort. Und das erklärt auch, warum wir aufpassen müssen, dass die ganz großen Schlepper, Fendt hat mit seinem 1000er Fendt, und da folgt jetzt schon dir und andere folgen da ähnlich, auch mit der neuen Reifentechnik, die gehen da noch in eine Dimension hinein, die noch vertretbar ist, das merkt man. Ja, von der Traktion her und vom Gesamtgewicht her und vom Gewicht übertragen. Aber da merke ich auch mittlerweile, da gibt es jetzt mittlerweile auch eine Veränderung zwischen Reifen und Raupe, wo ich früher noch gesagt habe, da ist das Band deutlich besser von der Gewichtsverteilung oder so, also alles und der Traktion. Die neue Reifentechnik, die Durchmesser von 2 Meter, 2,20 Meter, 2,30 Meter zum Teil, was sie jetzt anstreben, und die Art und Weise, wie die aufgebaut sind, die sind sogar zum Teil überlegen noch gegenüber Laufbändern, was Zugkraft angeht und was Flotation angeht. Und, aber da merkst du halt, da ist irgendwo die 20 Tonnen, die 500 PS, neue Reifentechnik, das ist so irgendwo das Optimum. Jetzt merkt, das ist noch einigermaßen vertretbar, auch zu Sappi-Bearbeiten, wenn der Boden ein bisschen empfindlicher ist. Aber darüber hinaus merke ich langsam, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir waren selber mal die Vertreter, die gesagt haben, weißt du was, das geht unendlich weiter, 700, 800 PS, wenn sie da sind, wir haben die Geräte und da wird es hingehen. Aber wenn du die Praxis selber anschaust und dich selber immer wieder auch ab und zu mal direkt damit befassen tust, dann merkst du, da ist irgendwo zwischen Natur und Physik und Boden, gibt es
gibt es ein gewisses Equilibrium, das wir zum Teil schon überschritten haben. Ja, also überhaupt volle Zustimmung. Es gibt natürlich auch noch andere physikalische Grenzen, die dann langsam kommen, wenn ich so große Leistungen habe. Ich muss die auch kühlen. Und wenn man heute der Motorhaube von dem Tausender sieht, wie groß die halt schon ist, und die Mehrleistung, die du reinsteckst, du musst das ja auch irgendwo auf der Seite, und das wird immer noch größer. Also ich sage mir, wir sind dann auch irgendwann einmal auch an der Grenze des Physikalischen, sprich wie breit darf die Maschine sein, und letztendlich mit dem Niedrigdrehzahlkonzept haben wir auch unheimliche Drehmomente. Also 2.500 Newtonmeter Drehmoment heute, ja. Die müssen ja im Antrieb irgendwo verkraftet werden. Die müssen im Getriebe untergebracht werden, so, die müssen also im Endantrieb vor allen Dingen. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht nochmal eine Schippe draufkommt, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber irgendwo sind wir natürlich auch an der physikalischen Grenze, was jetzt auch Achslasten betrifft, um auf die Straße zu dürfen, oder eben Gesamtbreiten, egal ob das jetzt beim Häcksler oder beim Metrisch ist. Also in der Richtung sind wir auch irgendwo vor dem Limit. Ich will nicht sagen, dass wir es schon erreicht haben, aber das geht jetzt aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel. Ist die Aussage im Prinzip zu ähnlichen Ergebnissen. Ja, aber nur von der anderen Seite kommen. Aber ja. Ja. Ich denke, wir haben da gemeinsam doch einen wichtigen Punkt auch mal vielleicht gesetzt, auch heute, wo diese ganzen Grafiken, wenn man die so anschaut, dann könntest du die Kurven immer verlängern und es geht ja gerade so weiter. Sondern nein, Leute, ich glaube, wir sind beide da sicher, das wird nicht mehr ganz so aussehen. Das, glaube ich, bleibt jetzt erst einmal so, wie es ist, und wir müssen einfach schauen, dass wir in dem Bereich, wo wir jetzt sind, weiterhin optimieren. Ja, da steht die Frage, ist für MAN der Einsatz eines Gasmotors mit Biomethan in der Landtechnik denkbar? Ich sage mal, dass wir Gasmotoren bauen können, das, glaube ich, ist unbestritten. Wir haben eine lange Tradition in Fahrzeugen, gerade in Bussen. Mhm. Wir haben jetzt auch einen neuen Motor im Bus, einen Gasmotor. Biomethan ist ja nichts anderes wie CH4, ist dem Erdgas ja von der chemischen Formel komplett gleich. Diesen Gasmotor gibt es, also praktisch aus dem Kurbelgehäuse, aus dem Ganzen, aus der Struktur von dem Motor für 900, da haben wir jetzt einen Busmotor in Serie gebracht, das geht natürlich. Jetzt muss man natürlich schon ein paar Dinge miteinander vergleichen. Das eine ist, dass ich sage, welche Leistungsdichte, die ist natürlich mit dem Biogas oder auch mit dem Biomethan kann man nicht die Leistungsdichte in einem Motor unterbringen wie mit einem Diesel. Ganz einfach, erster weil Punkt. Nicht die hohen Einspritzungen. Nee, das liegt an dem Kraftstoff als solches, dass ich nicht die Zylinderdrücke fahren kann. Da kommen wir aber vielleicht auch noch dazu. Aha, aha. Und dann ist das andere Thema natürlich die Kraftstoffbevorratung, weil halt in einem flüssigen Kraftstoff wie Diesel ist eine sehr viel höhere Energiedichte wie in einem Gas. Selbst wenn ich das Gas komprimiere, kommt dann eine Folie dazu. Machen wir vielleicht gleich kommt Folie. Eine Folie ja. dazu. Also grundsätzlich vorstellbar, so Prototypenmotoren gibt es ja immer mal wieder von Marktbegleitern, die wir alle kennen, dass auch sagen wir, mit Gas gefahren wird. Aber das hat irgendwo seine Limitierende. Und die Folie vielleicht zeigt das exemplarisch ganz gut. Aha, was genau. Habe ich jetzt hier gemacht, beziehungsweise nicht ich gemacht, das habe ich von unserem Kollegen aus Köln, haben wir uns da ausgetauscht, die haben das eigentlich ganz gut dargestellt. Und zwar, was ist hier gezeigt? Ich pflüge 3,5 Stunden mit einem Schlepper im Leistungsbereich hier 180 kW, die mittlere Motorlast ist da bei 139 kW. So, und das ist jetzt verglichen, der Energieträger, einmal ist es Dieselkraftstoff, dann ist es LNG, das ist nichts anderes wie verflüssigtes Erdgas, es ist Gas, ja. Verflüssigt deswegen, um einfach noch mehr an Energiedichte unterzubringen. Das ist jetzt in Kilogramm, ist das jetzt gesehen. Das ist jetzt in Kilogramm gesehen. Nicht in Volumen, ja, sondern das Kilogramm. Ist jetzt, oben die erste Zeile ist in das Kilogramm. Das heißt, also, ich bräuchte um die Leistung, die 3,5 Stunden, den Traktor, der pflügt, ja. Bräuchte ich 134 Kilogramm Diesel, 165 Kilogramm in irgendeiner Gasform. Richtig, ja. Richtig. Wenn es Wasserstoff ist. Also mein Wasserstoff muss man nochmal vergleichen und bewusst da zwei Spalten gemacht. Wasserstoff ICE, das ist nichts anderes wie ein Wasserstoffverbrennungsmotor, Internal Combustion Engine. Ja.
Das ist auch ein Gasmotor mit Fremdzündung, aber als Energieträger Wasserstoff. Und warum ist dann dieser Wasserstoff 74 Kilogramm schwer? Weil der hat doch eine wesentlich höhere Energiedichte pro Kilo. Was rechnet der da? Nee, braucht. Ja, das stimmt schon. Na, Moment, wir, Entschuldigung, Gewicht, Tank plus Kraftstoff. Da ist alles das Tanksystem. Warte mal, jetzt ist das Tanksystem mit drin. Moment mal, wenn du 350, Leute, für das Publikum, wenn du ein Wasserstoff halten drin willst, dann musst du um Minimum auf 350 bar verdichten, damit du überhaupt den auf ein Volumen zusammenbringst, das beherrschbar ist. Ja. So, und das kannst du nicht mit einer 1,5 mm Blechwand machen, weil bei 350 bar und beim Diesel haben wir halt Kunststofftanks, die ja extrem leicht sind. Das heißt also, du musst, obwohl der Wasserstoff per se von der per Kilogramm eine höhere Energiedichte hat wie der Diesel, nur den Tank, was weiß ich, 30 mm, 20 mm Stahltank, um den zu brauchen, kommt das Gewicht zusammen, damit ich das überhaupt in der Dichte und den Volumen überhaupt da reinbekomme. Ja. Genau, deswegen ist das richtig gerechnet. Genau, und bei der Brennstoffzelle geht man davon aus, dass da ein günstigerer Wirkungsgrad da ist. Das die Brennstoffzelle per se ist ein bisschen leichter wie der Verbrennungsmotor. Die ist ein bisschen leichter, aber wir reden hier immer noch im Verhältnis zu Diesel von 134 Kilo zu 300 Kilo. Ja, das heißt, das Dreifache. Ja. Und ganz rechts haben wir nochmal dargestellt, was würde das bedeuten, wenn ich es mit der Batterie mache. Ganz interessant, weil Batterie hat ein Haufen Gewicht, ist ja klar. Und da brauchst du halt eine 2,8 Tonnen Batterie, um dann die 3,5 Stunden den 180 kW oder sonst zu betreiben. Ja gut, das ist, ich habe so einen Tesla, der hat eine 100 kW Batterie drin, eine Kilowattstunden Batterie drin. Beim Tesla oder bei Moment mal, der wiegt die Batterie 500, 600 Kilo, aber da kommst du nicht weit. Der Tesla oder überhaupt die BKWs, die rechnen ja auch mit einer Rekuperation. Das heißt, wenn du bremst, erzeugst du wieder und speist wieder ein. Das passiert ja doch nicht. Du musst jetzt hier nackt vorhalten. Das passt schon. So. Gleiche haben wir dann, sagen wir jetzt im Volumen, wo man tatsächlich das Volumen aufzeigt, da haben wir es ja ähnlich, 12 zu 180 Liter zu 2300, das sieht man also ähnlich, wie sich das bewegt. Dann haben wir die Kosten, die Energiekosten, je nachdem, zu welchem Preis ich jetzt da einkaufen kann. Und letztendlich haben wir unten noch die Kosten. Gut, bei den Energiekosten bleiben wir bei den E-Kosten. Bei den E-Kosten wären alle Antriebsmöglichkeiten sogar einigermaßen vergleichbar. Im Gegenteil, da wäre sogar alles, was mehr mit erneuerbaren Energien erzeugter Stromenergie, also du brauchst ja Strom, um Wasserstoff zu erzeugen und so weiter und fort, wäre sogar etwas günstiger. Also da wäre sogar noch in Anführungszeichen darstellbar. Aber es ist halt technisch nicht darstellbar. Ja, und auf der linken Seite beim Diesel ist die Steuer alles drauf, auf der rechten Seite ist in der Regel ja noch keine Steuer drauf. Das kommt dann auch dazu. Das muss man ja auch nicht mehr vorsehen. Und dann habe ich das Thema hier nochmal Kosten allein für den Tank bzw. für die Batterie. Und da sieht man halt auch, der Tank kostet, sagen wir, beim Diesel 400 Euro. Und dann, was das die anderen sagen, die sieht man entsprechend. Ja. Das heißt, also nochmal zusammenzufassen, eigentlich ist die allererste Zeile mit den Gewichten da, eigentlich reicht die schon. Die reicht und gibt eigentlich auch auf die Frage des Zuschauers, der fragt, der Einsatz des Gasmotors Biomethan ist ja ähnlich. Ja? Du musst ja ein Gas irgendwie verdichten und unter Druck setzen, damit du es flüssig bekommst, damit du es in einen kleineren Volumen reinbringst. Am Ende zeigt die Folie das sehr deutlich, dass du kommst bei der Energiedichte und der Bauraumdichte und Bauraumgewicht um den Diesel am Ende, wenn du viel Energie brauchst, und das geht es ja, da nicht drumherum. Aber bitte noch zwei Dinge beachten. Den Diesel, den kann ich, und so wird es ja heute auch gemacht, ich mache irgendwie eine speziell geformte oder einen speziell geformten Tank, den ich irgendwo in das Fahrzeug reinbringen. Das sieht man ja, wenn man heute an der Schlepper hingeht, weil ich keinen Druck nicht hab, dann ist dieser Kunststofftank, der ist extrem angepasst, dass er genau dort reingeht, wo noch Platz ist. Das kommt ja noch dazu. Das kann ich aber bei Drucktanks nicht machen, geht weil nicht, bei Drucktanks habe ich eine Flasche in irgendeiner Weise, die halt die kann ich aber jetzt nicht irgendwo unten verstecken oder so. Das kann ich mit dem Blastank, Diesel, kann ich machen, aber mit dem Gastank kann ich das nicht machen. Also auch das Thema Platzvorhaltung hat da nochmal ganz
andere Qualität. Ja, und das klar. muss man sehen und das haben ist auch bei einer Batterie haben so. Haben wir eh schon das Problem, dass mit der ganzen blöden, was wir gerade am Anfang diskutiert haben, mit der ganzen blöden Abgasnachbehandlung, mit diesen verschiedenen Töpfen, ich meine, ich sehe es jetzt wieder von unserer Seite her, wir bauen sie in unsere Säulfahrenspitzen ein, du musst überall Platz suchen, dass du den Scheiß, Entschuldigung, dass ich solche Wörter benutze, unterbringst, der nur Platz kostet, Sicht wegnimmt und Geld kostet, aber am Ende jetzt erstmal außer fürs Klima, aber am Ende keinen zusätzlichen Wert für den Landwirt bringt. Und jetzt reden wir darüber hinaus noch über andere Energieformen, wo das noch extremer wird, einen Platz zu suchen, wo du es hin. Ja. Und genau das ist es. Und deswegen kommen wir eigentlich von der Seite, und das ist ein Teil, der ein wesentlicher Punkt, den wir heute diskutieren wollen, kommen wir um einen Diesel- oder dieselähnlichen Kraftstoff am Ende in der Landwirtschaft, in unseren landwirtschaftlichen Anwendungen, die Arbeiten, die wir mit angetriebenen Fahrzeugen hinbekommen wollen, nicht drumherum. Jetzt lassen wir noch einen Gedanken einbringen. Und zwar das Stichwort heißt hier Betankung. Betankung, weil ich kann heute den Diesel aufs Feld nachfahren, ich kann einen Mähdrescher nachfahren, was auch immer. Ich kann dem Kraftstoff mit einfachen Möglichkeiten zum Fahrzeug bringen. Ja. Ich tue mir aber schon schwer, das ist auch, wie lade ich jetzt eine Batterie, die vermeintliche Schlepper, wie lade ich den jetzt am Feld auf? Kannst vergessen. Oder auch, wie fahre ich jetzt einen Wasserstoff hinterher, wo ich dann eine Druckerhöhung brauche? Ja. Oder auch beim ganz normalen Gas. Ich will das alles jetzt nicht schlecht reden, ich will es nur ins Bewusstsein bringen, was das bedeuten würde, konjunktiv, wenn ich solche Kraftstoffe, die vielleicht oder die sicherlich für den einen oder anderen alternativen Einsatz ihre Berechtigung haben, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ja. Ich will nur zum Bewusstsein bringen, was bedeutet das, wenn man von dem einem flüssigen Kraftstoff hoher Energiedichte jetzt zu Alternativen übergeht. Ja. Also das ist eigentlich der Punkt. Lass mal da mal kurz eine Erfahrung. Ich habe letztes Jahr von einem Freund von mir eine der ersten Pilot-Tankstellen in Niedersachsen bei Münster angeschaut für Wasserstoff. Und er hat sie uns mit seinem eigenen Ingenieur, den er da eingestellt hat, für das Ganze, das zu installieren, hat er das mal uns erklärt. Und wenn du das dir mal erklären lässt, wie so eine Wasserstofftankstelle ausschaut, spätestens nach der Erklärung sagst du, bin ich froh, dass ich kein Wasserstoffauto habe. Weil der Wasserstoff wird in einem Drucktank mit 45 Bar gelagert. Der Drucktank hat gefühlt ein Volumen gehabt von 30.000 Liter, das hat er aus, der war stehend in die Landschaft eingestellt, hat nicht einmal schlecht ausgeschaut, hat aber nur 500 Kilogramm Wasserstoff drin gehabt. Auf 30.000 Liter. Ich kenne das alles. So, dann hat er eine Druckstation gehabt, um also den Wasserstoff von 45 Bar auf 750 Bar hochzudrücken in solchen Stickstoffblasen, okay, damit er dann an der Tankstelle, wenn ein Auto kommt, den mit 750 Bar 350 Bar in den Tank vom Diesel, vom Wasserstoffauto hineinbekommt. Also wenn man sich das mal vorstellt, was du gerade sagst, das mobil am Acker draußen zu betanken zu wollen, ja, Herrschaftszeiten, wie soll denn das gehen? Also wie gesagt, bei aller Fantasie, da muss es aufhören, weil das macht keinen Sinn mehr. Ja, ich habe das jetzt gar nicht werden wollen. Die Wertung, das überlasse ich dir. Ich wollte nur aufzeigen, was es eigentlich bedeutet. Ja. Und warum? Also dieser Wasserstoff-Hype, ich persönlich habe da es gibt Dinge da, wo ich sage, absolut, Wasserstoff macht Sinn, das ist die Sache. Aber wenn ich schon den Strom mache, und wie gesagt, da können wir jetzt dann gleich streiten drüber, das haben wir schon mal gestritten drüber. Wenn es ums Auto geht, da sieht die Welt ein bisschen anders aus, da habe ich meine persönliche Meinung dazu. Aber wenn es um Landwirtschaft geht und um Acker draußen und um wo ich nach wie vor viel Energie als Dauerleistung brauche und ich fahre nicht mit 100 Stundenkilometer mit ganz gleichmäßiger Geschwindigkeit auf der Autobahn dahin und kann hocheffiziente Energie nutzen, das ist am Acker nicht möglich. Das ist umgekehrt. Ich will schauen, dass ich so viel effizient wie möglich bin mit der Arbeit, die hinten dran ist. Das heißt, ich will die Leistung, die installiert ist, nutzen. Und zwar voll nutzen. Das haut nicht hin. Das haut nicht hinten und nicht vorne hin. Und ich glaube, gut, da können wir jetzt dann vielleicht im Nachgang noch ein bisschen näher darüber diskutieren, weil ich denke, wir sollten jetzt mal drüber weiterspringen zu dem, was du schon angefangen hast und was auch schon zum Teil gefragt ist. Wie sieht dann das aus, wenn wir sagen, der Diesel, weil es halt eine fossile Brennstoffquelle ist,
ist per se irgendwann mal ein Problem. Es ist eigentlich schon ein Problem, aber es wird in Zukunft noch ein größeres Problem. Das heißt, wenn man jetzt Anführungszeichen sagt, was heißt nicht Anführungszeichen sagt, sondern wenn wir mal uns vorstellen, der Diesel wird uns genommen. Was machen wir dann? Also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen eine höhere Flughöhe annehmen. Und zwar die Frage stellen, warum tun wir denn das Ganze? Was treibt uns, sich mit diesen Alternativen zu beschäftigen, mit Alternativen zum Diesel, aber auch, sagen wir jetzt, mit Alternativen zum Benzin bis hin mit Alternativen zu dem Strom, der heute aus fossiler Energie gewonnen wird. Was treibt uns? Das ist das Thema Klimaerwärmung. Ja. Und dann haben sich die Staatengemeinschaften haben sich vorgenommen, den CO2 oder die CO2-Emission bis zum Jahr 2050 um mindestens 80% zu reduzieren, ja, oder sogar um 95% zu reduzieren. Aber was die CO2-Emission aus fossilen Brennstoffen? Die CO2-Emission natürlich aus fossilen, ja, Brennstoffen. So, und jetzt muss man sich dann die Frage stellen, ja, wie geht denn das überhaupt? Wie mache ich denn das? Und dann spricht man relativ schnell von Renewable Energies, also von erneuerbarer Energie. Und welche Möglichkeiten haben wir denn, um den fossilen Energieträger, der heute aus Erde und Erdgas besteht, den zu ersetzen? Dort, wo es anders geht. Dort, wo ich, nee, ich rede jetzt mal vom Grundsatz her. Welche Möglichkeiten habe ich grundsätzlich? Und was haben wir denn in den letzten Jahren gemacht? Wir haben Photovoltaik als erneuerbare Energie. Also das heißt, ich sammle die Sonnenstrahlen ein und wandle das in elektrischen Strom. Ja. Absolut umweltfreundlich, wenn, ja, ich jetzt passt, von der absehbar von dem Verbrauch der Rohstoffe für die Zellen und etc. Okay. So, dann habe ich als zweites habe ich den Wind. So, und als drittes habe ich die Biomasse. Die drei Themen sind es, mit denen ich grundsätzlich in der Lage bin, fossilen Kraftstoff zu ersetzen. Sprich, die CO2-Emission aus dem fossilen Kraftstoff zu minimieren. Und jetzt kann man sich dann die Gesamtsysteme anschauen, wer emittiert wie viel oder wer verbraucht wie viel von dem Rohstoff, fossiles Erdöl oder Erdgas, und kann das dann nicht runterbrechen. Und dann ist man natürlich auch relativ schnell beim Verkehr und dann auch beim Verbrennungsmotor. So, und jetzt geht es natürlich dann nach und nach ins Eingemachte. Wenn ich jetzt keinen fossilen flüssigen Kraftstoff mehr einsetzen will, weil ich dieses CO2 vermeiden will, welche Alternativen habe ich? Und dann ist man auch relativ schnell beim Strom. Und zwar nur den Strom, der aus Sonne, Wind und Biomasse gemacht wird. Ja. Weil wir keine Atomkraft mehr wollen und die Atomkraftwerke abstellen, das wäre auch noch CO2-neutral, ja, will gut, aber keiner. Im Moment bin ich dabei, im Moment, weil, was da noch kommt. Neues. Dafür, okay, einverstanden, aber im Moment ist es politisch einfach nicht opportun. Ja, da kommt was Neues. So, und dann wollen wir und auch natürlich aus der Braunkohle, aus der Steinkohle etc. raus, wollen die auch nicht. Warum? Weil ich da natürlich auch CO2 brauche. Also bleibt mir am Ende des Tages, wenn ich es wirklich ernst nehme, dieses Ziel ernst nehme, bleiben mir diese drei Energieträger. Ganz genau. So. Und was kann ich jetzt tun, um speziell den, jetzt sind wir bei unserem Thema hier, den Diesel zu ersetzen? Ja. Wenn ich jetzt davon überzeugt bin, oder ich folge jetzt einfach dir, dass du sagst, es bleibt für den Einsatz in der Landwirtschaft nur ein hochenergetischer flüssiger Kraftstoff à la Diesel. Ich habe jetzt bewusst nicht Diesel gesagt, sondern aller Diesel. Ganz genau. So, und dann sind wir beim Biodiesel. Ja. Da kennt jeder die Diskussionen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren geführt haben. Da ist immer wieder das Thema Rapsöl hochgekommen, kaltgepresstes Rapsöl, was natürlich ein Kraftstoff wäre, aber die
Anforderungen, die ich da umsetzen muss, um da einen zuverlässigen Betrieb hinzubringen. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Dann gibt es natürlich den verästerten Diesel und das wäre tatsächlich eine Alternative. Erklär mal ganz kurz das Verästern. Das heißt, wenn ich jetzt Rapsöl oder Sojaöl oder was auch immer nehme und verästere das, was verändert sich da bei dem Treibstoff, dass der einfach mal da so viel besser wird? Verändert sich die Molekülstruktur. Im Prinzip wird die dann so ähnlich. Aber die der mineralische Gehalt des Öls ist ja nach wie vor da, oder? Nee, das wird dann alles wird weitgehend rausgefiltert. Das Problem beim direkt Verbrennen von Rapsöl, von Salatöl, sage ich jetzt einmal, ist halt, dass da Beistoffe dabei sind. Nee, das allein, das auch. Und aber die Beistoffe, das Verkohlen von Düsen und was weiß ich alles. Nee, das ist eigentlich, der Prozess ist eigentlich anders, weil du viel langkettigere Moleküle hast. Aha. Die sind deutlich schwerer zu verbrennen, auch und führen zu deutlich mehr Rückständen und brauchst deutlich mehr Temperatur. Du brauchst ja schon mal richtig viel Temperatur, um den Kraftstoff als solches vernünftig flüssig zu halten. Alles klar. Also da muss man, das geht alles technisch, aber man muss sehr, sehr viel Aufwand reinstecken und muss penibel darauf achten, dass du die Randbedingungen, insbesondere Kraftstofftemperatur, einhältst. Das heißt, also deswegen ist ganz klar, wenn Pflanzenöl, dann erster Veränderungsprozess, um einen beherrschbaren. Ja, also das ist auch konkret die Frage jetzt da, oder die Antwort auf die Frage von dem Zuschauer. Ja. Natürlich kann man Raps machen. Ja. Und ich sage mal, auch beim Stationärbetrieb, wir dürfen nicht bloß mobile Anwendungen anschauen, auch beim Stationärbetrieb tut man sich leichter, weil man da die Randbedingungen, um so einen Kraftstoff vernünftig zu verbrennen, leichter darstellbar sind. Also wir haben das ja auch gemacht, wir haben Feldversuch gemacht mit Raps und viele Erfahrungen gesammelt. Aber ich denke, wir sollten da ganz klare Aussage jetzt treffen. Das hat auch einen Grund, warum das Rapsöl wieder gestorben ist, weil es einfach im intermittierenden Bereich am Acker draußen, intermittieren heißt, das ist mal viel Leistung, mal wenig Leistung, mal hohe Temperatur, mal niedrige Temperatur. Ich nehme da nochmal eine andere Position ein. Wenn es mir wirklich in Summe darum geht, CO2 einzusparen und solche Kraftstoffe einzusetzen, warum muss ich das immer am kompliziertesten Objekt, sprich einer mobilen Maschine, tun? Warum mache ich es nicht stationär, so Heizöl raus, Rapsöl rein, bringt denselben Effekt, weil wo das Ding verbrennt. Aber ich tue mich zum Beispiel in einem stationären Brenner doch deutlich leichter, die Randbedingungen zu schaffen, um eine vernünftige Verbrennung hinzubringen. Ja. Ich will das Thema Abgasnachbehandlung, das du gerade schon strapaziert hast, das will ich gar nicht mehr zur Sprache bringen, weil das ja nochmal komplizierter ist, mit so einem Kraftstoff die Emissionswerte einzuhalten. Ja. Das will ich gar nicht vertiefen. Ja. Ich sage nur, das wäre doch wenig, wenn mir das so viel wert ist. Und warum wird es aber nicht gemacht? Das liegt nur am Geld. Logisch. Das liegt nur an den Kosten von dem Öl im Vergleich zum Heizöl, das unbesteuert ist, im Vergleich zum Diesel ist das besteuert. Also so, Biodiesel, der vernünftig aufbereitet ist, der Norm entspricht, kann man sehr gut als Kraftstoff einsetzen. Überhaupt keine Frage. Ja. Aber trotzdem nochmal zur absoluten Klarstellung, wenn Biodiesel dann, oder wenn Pflanzenöle, dann verästert. Verästert. Damit man die bestbeherrschbare Form der Verbrennung hinbekommt. Richtig. Und dann auch die Abgasnachbehandlung weitestgehend mit den bestehenden Technologien. Richtig. Wir haben LKW Euro 6 Motoren abgenommen mit Biodiesel, weil du musst den ja selber abnehmen. Verästert, was kostet heute ein verästertes Biodiesel? 1,5-fache von einem normalen Diesel? Oder ich weiß es nicht genau. Das heißt, wir Kosten und Marktpreise sind auch nochmal zwei Themen und Steuer. Wir reden also ungefähr von 1,5-fach vom bestehenden Diesel. So, wenn es natürlich darum geht, dass wir da hinwollen und dass die Gesellschaft bzw. die Gesetzeslage Green Deal ist ja ein Teil dieses Themas Green Deal, den wir jetzt in Europa hier haben. Und dafür gibt es entweder Subventionen oder Punkte oder was auch immer, dann wäre es eigentlich gar nicht so ein großer Kostenbetrag mehr, um nach wie vor, und das, da will ich ja hin, auf den Dieselmotor, so wie er heute ist, auch in Zukunft setzen zu können. Mit geringfüglichen Applikationsveränderungen, das ist vernachlässigt. Was heißt, das ist technisch locker beherrschbar, also überhaupt kein Problem. So, das wäre mal die erste Energiequelle. Also das heißt praktisch sogar vom Acker selber her, vom Landwirt selber her, im Prinzip einen Treibstoff zu erzeugen, den man durch einen Verästerungsprozess dann benutzen kann. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten in der synthetischen? Also ich hab erst in den letzten paar Wochen auch einen Vorstoß aus Österreich
wahrgenommen. Ich gebe zu, ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt, wo man tatsächlich auch aus Holz einen synthetischen Kraftstoff erzeugen kann. Holzvergasung, Pyrolysegas, ja, kann man soweit mit Fischer-Tropsch-Verfahren etc. verflüssigen, dass ich einen der Normung entsprechenden flüssigen Kraftstoff erzeugen kann, mit der Basis Holz. Alles aufwendig, müsste jetzt hier skaliert werden, um große Dimensionen zu machen. Ich rede jetzt nur von den technischen Möglichkeiten. Ja. Auch das ginge. Und die nächste Stufe ist tatsächlich, einen synthetischen Kraftstoff zu erzeugen. Rein synthetisch. Rein synthetisch. Das Thema ist halt ja auch Nachhaltigkeit. Was brauche ich, um einen synthetischen Diesel zu erzeugen oder einen synthetischen Kraftstoff als solches zu erzeugen? Und zwar muss ja der wieder den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Das heißt, die Rohstoffe dafür kann ja auch wieder bloß Sonne, Wind sein. Und jetzt kommt eine dritte Komponente dazu, das ist das Kohlenstoff. Ja. Also, wie mache ich das dann? Ich erzeuge mit Sonnen und Wind erzeuge ich Strom. Den Strom nehme ich her und mache in einem Elektrolyseverfahren aus Wasser, mache ich Wasserstoff und spalte quasi den Sauerstoff ab. Den brauche ich auch noch, ja. Den Sauerstoff, der fällt dabei an, wenn ich den vernünftig verwenden kann, ist okay, aber den Wasserstoff brauche ich als Basiselement. Ja. Und dann brauche ich als weiteren, ich nenne es jetzt mal Rohstoff, brauche ich irgendeine Kohlenstoffquelle. Also ich brauche CO2 im Prinzip. Ja, das hätte man in der genau Atmosphäre. Dieses CO2. So, und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, wo kriege ich das CO2 her? Gerade haben wir schon mal hier über Biomethan gesprochen. Im Prinzip das aus Biogas abgespaltene CO2 könnte man hernehmen. Ja. Aber das sind ja alles keine Mengen. Oder ich könnte hergehen von einem Kraftwerk etc. pp. Könnte das CO2 separieren. Aber letztendlich, um diese Mengen, von denen man da spricht, und jetzt da komme ich dann einen zweiten Schritt dahin, ich muss den eigentlich aus der Luft separieren. Und zwar das CO2, das jetzt uns in der Luft stört, da muss ich es eigentlich rausnehmen und muss es wieder in den Prozess einbringen. Diese CO2-Abscheidung aus der Luft, das geht technisch, ist aber großtechnisch nicht realisiert, momentan noch aufwendig. Aber aus diesen beiden, sagen wir Rohstoffen, Wasserstoff plus CO2, kann ich beliebige Kraftstoffe machen. Ich war lange ein Verfechter, dass ich gesagt habe, wenn wir da schon Kraftstoff machen, doch dann bitte einen, der wirklich perfekt verbrennt. Was verstehe ich unter perfekt verbrennen? Man sagt, dass der so verbrennt, dass zum Beispiel kein Ruß mehr entsteht. Solche Moleküle kann man machen, indem man zwischen Kohlenstoffmolekülen nochmal Sauerstoff reinbringt. Das heißt, so ein Kraftstoff verbrennt rußfrei. Dann kann ich auch motorisch da noch mehr machen, um auch die Stickoxide zu reduzieren. Ich könnte den blöden einen der so, Töpfe weglassen, ja? Jein, sag ich mal. So, ja. Diese Kraftstoffe haben auf der Verbrennungsseite viele Vorteile, haben aber in der praktischen Umsetzung natürlich jetzt eher einen Nachteil. Warum? Weil die vom Energiegehalt in der Regel geringer sind. Das heißt, ich brauche auch einen größeren Tank. Punkt 1. Punkt 2. Sag ich mal, ist auch die Verträglichkeit der Werkstoffe, Dichtungen etc., Tanksysteme. Also da muss ich nochmal genauer hinschauen. Deswegen sage ich, wenn man in Richtung synthetischen Kraftstoff denkt und man, weil da muss ich dann auch einen Motor irgendwie drauf abstimmen, dann müsste man eigentlich einen Kraftstoff machen, der heutigen Normung entspricht. Sprich, der morgen in jedes Dieselfahrzeug eingesetzt werden kann oder in jeden Benziner. Ja. An diesen oder diese Technologie, das ist das Fischer-Tropsch-Verfahren, das gibt es schon, das ist uralt, das kennt jeder. Aber, kennt man in Fachkreisen, das ist jetzt nichts, was man neu erfinden muss. Was es aber nicht gibt, sind großtechnische Anlagen, die dann auch kostengünstig so einen Kraftstoff herstellen. Und das liegt im Wesentlichen auch daran, wenn ich so eine großtechnische Anlage bauen will, die möglichst günstig mir so einen Kraftstoff herstellt, dann muss natürlich ausreichend Sonne- und Windstrom zunächst einmal da sein, um so eine Anlage mit möglichst langer Laufzeit betreiben zu können. Und
da wird es natürlich jetzt schon schwierig, weil wo mache ich das dann am günstigsten? Ja. Mache ich das jetzt hier bei uns, brauche jede Menge Windräder, Photovoltaik, was auch immer, kriege trotzdem nicht die Laufzeiten hin, um so einen Kraftstoff wirtschaftlich zu erzeugen, oder vorzugsweise müsste man es ja eigentlich in Regionen machen, wo ich ausreichend Sonne und Wind ganz klar, habe. Ganz klar. Und ich war jetzt vorgestern war ich in einem Kongress, da hat ein Kollege von Porsche berichtet, die machen jetzt in Patagonien, bauen die so eine Anlage für einen synthetischen Kraftstoff. Warum? Weil ich dort 6000 Vollaststunden Strom habe. Ja. So, und das ist natürlich eine ganz andere, auch wirtschaftliche Dimension, wenn ich die Rohenergie permanent auf einem hohen Niveau habe, nicht diese Schwankungen, die zyklische Schwankungen, die es bei uns gibt, sondern das ist eigentlich der Punkt. Da ist noch ein weiter Weg hin und das ist, hat auch viel mit Politik und sonst was zu tun. Ja, ich verstehe schon. Aber technologisch machbar, kostenseitig noch momentan noch deutlich höher, geht nur über Skalierung, geht auch in der Anfangsphase sicherlich auch mit ein Stück weit nur mit Incentivierung. Aber so ein Kraftstoff könnte ich dann praktisch in Kleinstmengen, so wie wir heute ja B7 haben, also 7% oder bis zu 7% Biodiesel im normalen Diesel, so könnte ich dann sukzessive so einen synthetischen Kraftstoff einsetzen und diesen CO2-Benefit nutzen, bis hin zum Schluss, wo ich dann 100% des Kraftstoffes habe. Aber das ist momentan, Entschuldigung, das muss ich trotzdem sagen, es ist momentan politisch sehr umstritten, solche Kraftstoffe will man nicht von jeder politischen Strömung. Ja, das weiß ich ja, habe ich bekommen. Aber jetzt, wenn wir das mal zusammenfassen, dann kommen wir ja eigentlich jetzt ziemlich klar an einen Punkt, was wir die letzten halbe Stunde, Viertelstunde diskutiert haben, dass wir, wenn es um, ich fasse nochmal zusammen, wenn es um hohe Leistungen geht, in der Landwirtschaft, Leistungen, wo du richtig PS brauchst. Am Boden Leistungsdichte. Leistung und Leistungsdichte, ich höre nicht mehr zusammen. Bodenbearbeitung, Erntevorgänge, Häckselvorgänge, auch Säevorgänge. Kommen wir um den Dieselmotor, wenn wir Gesamtleistung, das heißt Hektar pro Stunde und so weiter haben wollen, und nicht drumherum, wenn wir eine sehr kompakte Energieeinheit haben wollen. Und wir kommen als Treibstoff um ein Diesel oder dieselähnliches Flüssigkeit mit einer ähnlichen Energiedichte nicht drumherum. Und das, was aus Klimagesichtspunkten heute am naheliegendsten wäre, in dem Denken der Kreislaufwirtschaft, ist ein in der Landwirtschaft hergestellter Rohprodukt des Dieseltreibstoffes, nämlich ein Pflanzenöl, Rapsöl, Sojaöl und so weiter, das man durch eine Veresterung schickt, um es praktisch beherrschbar zu machen in der Verbrennung und in der Abgasbehandlung und so weiter und so fort, wäre eigentlich aus heutiger Sicht unter dem Gesichtspunkt des Green Deals, unter dem Gesichtspunkt des Pariser Abkommens, unter dem Gesichtspunkt der Gesellschaft, unter dem Gesichtspunkt keine fossile Energie mehr zu benutzen, eigentlich das Optimum. Wobei man dann noch den Gesichtspunkt Kosten bewerten muss. Das nehme ich raus, nehme okay. Das Thema Kosten raus, weil die Gesellschaft ist ja bereit dafür am Ende zu bezahlen. Weil er zahlen muss ja immer die Gesellschaft. Ja. Und die will es ja. Wenn sie was will, muss sie ja bezahlen dafür. Und das ist vielleicht sogar noch die günstigste Reform. Weil, wie du eben gesagt hast, wenn man in die rein synthetische hineingeht, die kostet ja mehr und deswegen hat die Politik sein Problem da. Naja, das hat noch einen anderen Grund. Ich möchte da gerne auf die Frage der oder des Zuschauers da eingehen. MAN sowie Mercedes-Benz haben E-Lkw vorgestellt, der rein mit Akkus betrieben wird. Ist das sinnvoll? Also die Frage, die ist gold richtig. Warum ist das momentan so? Wir haben speziell jetzt im Pkw, aber auch im Nutzfahrzeugsektor derzeit seitens des Gesetzgebers einen CO2-Betrachtungsrahmen, der heißt Tank to Wheel. Das heißt, ein batteriegetriebenes Fahrzeug, egal ob ein Auto oder ein LKW, wird per se mit Zero CO2 gewertet. Mhm.
weil halt wenn's am um Tank, weil vom Tank bis zum Rad, ich habe keine Verbrennung, ich habe nichts, sondern ich habe tatsächlich nur eine Energiewandlung des Stromes in der Batterie bis ans Rad. Und der Strom selber ist so die Vorkette, bis der Strom jetzt ins Fahrzeug kommt, wird nicht betrachtet. Mhm. Also weder die Gewinnung des Rohstoffes bis der Strom da drin ist, wird nicht betrachtet. Auf der anderen Seite haben wir sowohl auf der Pkw-Seite wie auch auf der Nutzfahrzeuge strenge Limitierungen, was die CO2-Emissionen betrifft. Also das kennt man ja vom Pkw her, das sind diese berühmten 95 Gramm, die man da hat pro Kilometer, ja. die schwer zu erreichen sind mit einem Verbrennungsmotor. Die kennen wir, oder damit werden wir im Lkw-Bereich konfrontiert in 2025, wo wir 15% der CO2-Emission reduzieren müssen. Das heißt nichts anderes, 15% vom Verbrauch runter, ja. Und in 2030 aller Voraussicht nochmal 15%. So, wie erreiche ich jetzt das? Das erreiche ich eigentlich nur mit einem Mix aus konventionellen Antrieb, den im Verbrauch, konventionell heißt hier Verbrennungsmotor, den im Verbrauch so gut wie irgendwie möglich machen. Und das betrifft ja nicht nur den Verbrennungsmotor, das betrifft das Gesamtfahrzeug, dass ich alle Aerodynamik, alle Reifenpotenziale, alles raushole, um den Spritverbrauch auf der Straße so niedrig wie möglich zu machen. Das ist die eine Herangehensweise. Und dann brauche ich aber irgendwas, um diese Werte zu erreichen, brauche ich noch irgendwie eine zweite oder eine Alternative, und das ist tatsächlich ein E-Antrieb. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll und richtig und notwendig, so einen alternativen Zero-Emission, Null-CO2-Emissionsantrieb zu haben, weil ich insgesamt dann ja meinen Flottengrenzwert hoffentlich erreiche, weil die Strafzahlungen bei Nicht-Erreichen extrem hoch sind. Ja. Also das heißt, ich muss alles dafür tun als Fahrzeughersteller, um das zu erreichen. Und das ist auch dann sinnvoll, weil ich ja gar keine Alternative habe. Mhm. Und synthetische Kraftstoffe, die wir gerade jetzt für die Landwirtschaft zum Beispiel diskutiert haben, oder auch ein Biodiesel, findet unter diesem Betrachtungsrahmen Tank to Wheel keine Anrechnung. Und wenn der Kraftstoff wirklich, der synthetische Kraftstoff mit null fossil oder irgendwo mit null CO2 belastet ist, er findet keine Anrechnung. Also deswegen ist es notwendig, sinnvoll und gesellschaftlich wird es auch getragen. Das brauchen wir gar nicht diskutieren in dem Fall, weil es einfach die Gesetzeslage so erfordert. Da spricht man jetzt zum Teil darüber, dass in 2022 es möglicherweise eine Revision dieses Betrachtungsrahmens gibt, dass möglicherweise doch Alternativen auch Anrechnung finden. Keine Ahnung, ich bin wie die politischen Entscheidungsprozesse laufen, weiß ich nicht, will mich auch dazu überhaupt nicht äußern. Das ist einfach Faktum, mit dem müssen wir heute zurechtkommen und leben, und die Antworten darauf sind E-Antriebe. Und die haben sicherlich auch in dem einen oder anderen Fall oder haben auch ihre Berechtigung. Das will ich ja gar nicht schlecht reden. Aber der Hintergrund ist schlichtweg der, dass der Gesetzgebungsrahmen uns vorschreibt, Zero Emission Vehicles zu haben, damit ich den Gesamt-CO2-Emission meiner Flotte unterhalb dieses Limits zu bringen. Ja, ist ja klar. Aber trotzdem, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Frage, die du gerade vorgelesen hast von dem Zuschauer, Mercedes und dem Reichen. Machen ja auch andere, der Tesla und der Nikola und alle möglichen. Ganz anderes. Genau. Also ich sehe das so, und du hast ja eine Folie da dahergebracht, gerade eben mit diesen Gewichten. Wenn wir viel Energie brauchen, also 100 kW, 200 kW oder 100 PS, 200 PS, 300 PS oder 400 PS im Acker draußen. Und die haben wir schnell beieinander, selbst mit 3 Meter Geräten. Und unter 3 Meter, glaube ich, außer autonom, glaube ich, will man sowieso nicht arbeiten, weil es nichts zusammenbringst. Dann musst du 100 kW, um eine 100 kW, einen Elektromotor mit 100 kW eine Stunde lang zu betreiben, brauchst du eine Batterie, die 100 Kilowattstunden lagert. Nutzbar hat. Die 100 Kilowattstunden nutzbar, mal, die Batterie muss selber größer sein. Ja, ist schon klar. Du musst mal nur das rechnen, nicht so rechnen.
Das heißt, nur für diese eine Stunde, um den Schlepper im Vorlauf zu betreiben, brauchst du eine Batterie, die 600 Kilogramm wiegt. Das ist das, was in meinem Tesla drin ist. Ja. So, jetzt tust du diese 600 Kilogramm Batterie nach einer Stunde wieder auffüllen. Da brauchst du einen Kraftstromanschluss von 150 kW, um in 30 Minuten 80% von dem Ding wieder reinzubringen. Das ist nämlich die Tesla Supercharger Station da draußen. Jetzt möchte ich dich einmal sehen, wie du jede Stunde entweder Kabel in den Ackern auslegst oder jede Stunde mit deinem Schlepper heimfährst und dann dich hinstellst und eine halbe bis dreiviertel Stunde aufladen tust, damit du wieder eine Stunde draußen arbeiten kannst. So, das heißt also, nur in diesen Leistungen, ich rede jetzt nur von 100 kW und es ist mittlerweile selbst ein Nebenerwerbsbetrieb, sein Standardschlepper hat 100 kW, dass wir uns mal klar sind, gell? Das ist der Standard. Das ist selbst ein 20 Hektar Nebenerwerbsbetrieb fährt Minimum 100 kW. Wir reden noch nicht einmal vom Vollerwerbsbetrieb. So, das heißt, also das kannst du hinter und vorne rechnen, wie du willst, auf gut bayerisch gesagt. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn die Batteriedichte auf die Hälfte runtergeht, auf die ich jetzt warte im Auto, weil sobald ein Auto jetzt hat 150 oder 200 kW ungefähr beim gleichen Gewicht daherbringt, werde ich sofort dieses Auto kaufen, damit ich ein bisschen mehr Reichweite habe. Weil ich am Ende, wenn es ums Auto geht, an die Batterie glaube. Aber wenn es um Acker geht, an die Batterie überhaupt nicht glaube. Außer wir haben Arbeiten, an denen arbeiten wir auch, von vollautonomen Leichtfahrzeugen, die irgendwelche Unkraut-Jet-Funktionen oder Docht-Funktionen oder Applikationsfunktionen übernehmen, wo ich zum Beispiel mit einer Solarplatte von 5-6 Quadratmeter, das sind ungefähr 1 Kilowatt bis 1,5 Kilowatt, einen ganz leichten Prozess, der wenig Energie braucht, vollautonom im Acker vollziehe. Aber dann muss immer die Sonne scheinen. Da muss die Sonne scheinen, ja. Da glaube ich dran. Aber das sind nur geringfügigste Teilarbeiten, die auch in Zukunft in der Landwirtschaft vonnöten sind, um das mit Strom und Batterie und Solar und Batterie sogar hinzubekommen. Alles andere würde ich sagen, Leute, wenn du jetzt im Gemüsebaubetrieb bist, wenn du in Kleinkulturen drin bist und in Kleinflächen drin bist und Arbeiten machst, die wenig Energie brauchen und nicht viel Fläche da bewältigt werden muss, dann macht das alles noch Sinn. Aber wie gesagt, am Acker draußen, um das mal klarzustellen, ist auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren keine Energiedichte mit der Batterie darzustellen, geschweige denn, dass sie bezahlbar ist, das muss man auch noch dazu, um das hinzubekommen. Das gleiche Thema haben wir, um das vielleicht das nochmal kurz zu ergänzen. Wir selber befassen uns ja mit verschiedenen Antriebskonzepten, zum Beispiel bei Spritzen oder jetzt auch bei Robotern, an denen wir jetzt arbeiten. Muss man sagen, warum gehen wir nicht zum Beispiel dieselelektrisch? Zum Beispiel auch eine nur am Rande ist mal das kurz zu haben wir ja uns schon unterhalten. Weil einfach der Strom, da kannst du einen Generator und einen Elektromotor, da könnte man also ganz einfache Antriebe machen, die man schön regeln kann und die hocheffizient sind, energieeffizient sind und so weiter und so fort. Das ist alles kein Thema nicht. Nur wir haben jetzt mindestens 3 Anläufe gehabt, also Anläufe im Sinne von, wo wir Projekte gehabt haben und gesagt haben, okay, jetzt haben wir einen hydrostatischen Antrieb, jetzt ersetzt man den Hydrostaten mit einem Generator und einem Elektromotor. Und schauen wir mal, was da gibt von der Stange, beziehungsweise wenn man es entwickeln würde, was man da entwickeln könnte. Am Ende kommt immer raus, dass eine Generator, also dieselelektrisch heißt also Dieselmotor, Generator und Elektromotor am Abtriebsrad oder am Abtriebsgetriebe immer gegenüber Hydrostat bei gleicher Leistung um Faktor 6 bis Faktor 7 teurer ist. Punkt. Da kannst du machen, was du willst. Frag mich nicht, warum. Und Gewicht und Größe. Und dann der Elektromotor und der Generator hat natürlich einen Haufen Gewicht, weil ein Haufen Kupfer drin ist. Das heißt, der ist gegen den Hydrostaten nochmal doppelt oder dreimal so schwer. Das heißt, also, und selbst wenn man jetzt in großen Stückzahlen denkt und vielleicht aus dem LKW-Bereich und aus dem Busbereich, wo Elektroantriebe schon zum Teil da sind, also dieselelektrische Antriebe da sind, mit hohen Stückzahlen rechnen kann, selbst dann kommen wir von den Kosten nicht runter. Also das ist schon, das erklärt auch, warum jetzt auch die Vario-Getriebe mittlerweile, also Hydrostatik-Mechanik, also die Überlagergetriebe, diese Leistungsverzeichnisgetriebe, momentan fast in allen Schlepperleistungsklassen Einzug gehalten haben. Und weil sie erstmal sehr kostengünstig herzustellen sind, sehr kompakt zu bauen sind von der Leistungsdichte her, von der Bauraumgröße her und eben durch die Steuerungstechnik, abgestimmt mit dem Dieselmotorsteuerung, natürlich zu hohen Effizienzen führen.
Und also das nur mal auch noch mal hier am Rande noch ein bisschen erklärt, was für ein Dilemma man nach wie vor mit den dieselelektrischen Antrieben hier vorherrschen. Und das sieht nicht danach aus, dass man das die nächsten 5 Jahre grundlegend sich verändern wird. Ja. Also ich bin jetzt weniger einer, der in Richtung Glauben und Ideologie unterwegs bin, sondern ich bin jetzt immer eher in Richtung Fakten gestützt unterwegs. Und natürlich werden wir Anwendungen sehen und haben, das geht ja jetzt schon los, wo tatsächlich ein direkter Elektroantrieb über eine Batterie sinnvoll ist. Überhaupt keine Frage. Das haben wir im Auto. Das ist überhaupt das keine Autobild. Frage. Und das könnte meiner Meinung nach LKW sogar passieren. Ich muss immer passieren. Wieder das Thema, wie wichtig ist uns das Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens, dieses Restbudget einzuhalten, wie wichtig ist uns das? Und wenn ich jetzt nur Deutschland allein betrachte und wir müssten ja dann quasi energieautark bis 2050 sein. Das heißt, wir müssten unseren Strom, den wir brauchen, aber nicht nur den Strom, wir müssten die fossile Energie, die wir brauchen, 100% müssten wir zu 90 oder 95 oder von mir aus 100% mit Sonne, Wind, Biomasse ersetzt haben. Und da haben wir natürlich in Deutschland jetzt eher nicht die besten Voraussetzungen. Das hat mit geografischer Lage was zu tun. Das hat aber vor allem am Ende des Tages was mit Speicherung zu tun, weil ich den Sonnen- und Windstrom, den ich dann erzeuge, wo ich große Flächen dazu brauche, ich muss den ja irgendwo speichern, dass ich zu Zeiten, wo ich ihn brauche und Flaute ist, wo kein Wind nicht weht, wo es Nacht ist oder sonst was zur Verfügung zu haben. Und da fehlt mir momentan ein kleines bisschen die technische Umsetzmöglichkeit, solche gigantischen Speicher herzubringen. Der Punkt. Lass mich mal das zu Ende sagen. Weil, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich schaue mir die Verläufe an, wo ich regenerative Energie aus Sonne und Wind, ich lasse jetzt mal die Biomasse nur weg, erzeuge, dann muss jedem von uns bewusst sein, dass wir lange Phasen haben, wo wir zur Stromerzeugung eine Alternative brauchen. Und die Alternative kann ja nur Gas sein. Und fossiles Gas zunächst einmal, synthetisches Gas ist nochmal ein ganz anderer Weg. Und damit kriege ich schon einen CO2-Rucksack allein über diese Fakten, die niemand wegdiskutieren kann. Und das muss uns ja mal bewusst sein, was ist, sag mal, wie schätzen oder nicht nur wie schätzen, wie gehen wir damit um? Ja, aber und deswegen, Entschuldigung, lass mal einen Satz dazu reden. Deswegen sage ich, wir brauchen beides. Wir brauchen die direkte Nutzung des Sonnen- und Windstroms über Batterie in Fahrzeugen. Wir brauchen aber für spezifische Einsätze, und da gehört die Landtechnik dazu, da gibt es aber auch hier das Flugbenzin und ganz andere Themen, da gibt es viele Baumaschinen etc. pp. Wir brauchen beides. Ja. Das ist eigentlich mein Petitum. Wenn uns Paris wirklich wichtig ist, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Wir brauchen dann beides. Und es wird alles Geld kosten. Und ich habe diese Tage auch nochmal einen wichtigen, aus meiner Sicht doch ein wichtiges Statement gehört, das da hieß, wir sind in Deutschland oder speziell in Europa gut, Technologien schnell voranzubringen, schnell irgendwas zu entwickeln. Wo wir aber nicht gut sind, nicht gut ist der falsche Ausdruck, wo wir aber deutlich mehr Zeit brauchen, ist Infrastruktur aufzubauen. Weil, sagen wir, wenn wir in Deutschland hauptsächlich Windstrom, dann ist das Offshore, dann müssen wir ja hier Leitungen irgendwo verlegen und das dauert halt bei uns lang. Und das ist ja genau der Punkt, wie viel Zeit haben wir denn noch, wie viel Restbudget haben wir denn noch? Also auch diese Umsetzung von Infrastruktur, das ist einerseits die Elektroschiene, wo ich Strom von A nach B, von Norddeutschland in den Süden bringen müsste, oder auch Wasserstoff erzeugen könnte, wo viel Strom ist,
so eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen mit den Herausforderungen, die du geschildert hast, das dauert halt. Und ob wir uns das leisten können, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, das ist eben die große Frage. Also mein Bedingung ist, wir brauchen beides. Wir brauchen den Elektroantrieb natürlich zunächst einmal in einem Fahrzeug. Wir müssen aber da verdammt auf die Kosten achten. Wir müssen achten, dass wir die Gesellschaft nicht verlieren, die sich das dann nicht mehr leisten kann. Wir müssen viele, viele Dinge beantworten. Wir müssen auch aus meiner Sicht eine Lösung finden für die Bestandsflotten. Ich rede jetzt nicht nur von der Landtechnik, ich rede tatsächlich von den Fahrzeugen, die draußen sind. Weil wenn wir umstellen auf Elektro, und ich glaube, der Weg ist hervorgezeichnet, der ist auch weitgehend richtig, nur die Fahrzeuge, das kommt ja erst allmählich in den Markt. Das heißt, ich habe immer noch einen hohen Bestand an Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb. Und wenn ich da was erreichen will, dann geht es nur über so einen alternativen Kraftstoff. Und deswegen brauchen wir beides. Gut. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Wir haben uns so 1,5 Stunden vorgenommen. Jetzt sind wir ein kleines bisschen drüber. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass die Diskussion zwischen uns beiden Werner Kübler und meiner Wenigkeit Ihnen was gebracht hat. Wir haben es an den Fragen gesehen, da war eine ganze Reihe Fragen dabei, die uns gestellt wurden, wo wir hoffentlich auch zur Zufriedenheit beantworten konnten. Aber um das nochmal jetzt mit wenigen Worten versuchen zusammenzufassen, was ich schon mal vorhergehend schon mal probiert habe. Was ist denn das, was jetzt rausgekommen ist aus unserer Diskussion? Werner, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ist, wir müssen klar verstehen, dass das, was unsere Politik und unsere Gesellschaft jetzt mit der Elektromobilität, vor allem im Batteriebereich vorgibt, auch bedenken, dass das eine bestimmte Zeit braucht, da einen bestimmten Teil der Pkw-Flotte zu ersetzen. Aber ich habe immer noch eine Bestandsflotte, die ich auch noch, an die ich auch noch denken muss, dass ich die mitnehme. Das ist mal der eine Punkt. Aber wenn es dann darum geht, das jetzt auf die Landwirtschaft zu übertragen, sind wir uns einig, dass Strom, Batterie oder selbst dieselelektrische Antriebe nur in Teilbereichen Sinn machen. Meistens bei Leichtfahrzeugen, bei leichten Arbeiten, vollautonomen Kleinfahrzeugen und so weiter fort, da macht es sehr viel Sinn. Aber wenn es um die Hauptarbeit geht, um schwere Zugarbeit geht im Feld draußen, und wir reden ab 100 kW aufwärts hier, kommen wir um einen Dieselmotor mit der heutigen Technologie, das heißt hohe Energiedichte, hohe Drehmomente, geringer in Anführungszeichen Energieverbrauch, nicht drumherum. Und wenn wir den Diesel als fossilen Kraftstoff ersetzen wollen, haben wir als erste Alternative in der Landwirtschaft, und das ist ja sehr positives Ergebnis, denke ich letztendlich, erstmal die Möglichkeit, den Treibstoff selbst herzustellen, indem dass wir Pflanzenöle, die wir ohnehin schon direkt und indirekt produzieren, verästern, da sind wir uns auch klar, also nicht direkt verbrennen, sondern verästern, also praktisch beherrschbarer machen und leichter verbrennbar machen. Eine Alternative, um diesen Zielen, zum Beispiel aus Sicht der Landwirtschaft, das uns Paris da vorgibt, dem Klimaziel, doch einen gewaltigen Schritt näher zu kommen. Klar ist, in der konventionellen Landwirtschaft haben wir immer noch den Dünger und die Chemie, der noch viel fossile Energie braucht, Erdöl und so weiter und so fort. Gut, da kommt natürlich die ökologische Landwirtschaft der anderen Seite, die sagt, na, wir haben die Lösung, wir brauchen das alles nicht. Und wenn wir dann noch unseren Traktor mit verästerten dieselähnlichen Kraftstoffen fahren, könnten wir sogar eine komplette klimaneutrale, in Anführungszeichen, Landwirtschaft betreiben. Und wenn wir dann noch Humus im Boden einbauen, sogar noch Kohlenstoff, CO2-positiv sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, und damit komme ich jetzt zum Ende, es ist eine klare Aussage, denke ich, von uns beiden getroffen worden. Jawohl, es geht mit dem Dieselmotor weiter und die Alternativen sind eigentlich schon da. Wir brauchen also nicht großartig da noch forschen und was weiß ich alles, obwohl Forschung noch weitergehen muss. Und was synthetische Brennstoffe und künstliche Brennstoffe angeht, da lassen wir die noch weiter dran arbeiten. Das brauchen wir erst einmal gar nicht, um unser Klimaziel zu erreichen. In dem Sinne, ich bedanke mich erst einmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Werner. Selbstverständlichkeit, hat mich gefreut.
dich mit mir abzugeben, ja, und auch unserem Publikum. Und gehen mal davon aus, ohne dass ich das Publikum sehe, ohne dass ich die Gesichter sehe, schlafen sie schon, hören sie noch zu oder haben sie schon irgendwo wieder was anderes angeklickt und sind schon wieder weg. Das weiß ich nicht, das werden wir dann hinten noch rausfinden. Aber ich hoffe, es sind genügend da und es hat gepasst. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, danke. Ich bedanke mich auch. Wow, schön.